Doch Bamberg strotzt vor Selbstvertrauen. Wir haben eben die besten Spieler hier momentan in der Liga. Zwei Siege fehlen zur Unsterblichkeit. Ratio Farm Ulm gegen die Brose Baskets Bamberg. Spiel 2 der BBL Finals. Jetzt live. Die beiden besten Teams der regulären Saison spielen die Finalserie aus. Die Bamberger, die haben am vergangenen Sonntag schon ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt, haben ihre Partie mit 26 Punkten Vorsprung gewonnen. Aber die Ulmer wollen heute ausgleichen und sie haben auch Wahnsinnsfans hier im Hintergrund. Da hinter mir, da steht die orange Wand und die will heute alles geben, damit ihr Team hier den Ausgleich zum 1:1 in dieser Serie schafft und damit keiner mit hängenden Köpfen nach Hause gehen muss, ohne Özdemir. Mit viel Selbstvertrauen ging es für die Ulmer beim Public Viewing ins erste Spiel der Finalserie. Es sollte ein Duell auf Augenhöhe werden, doch was blieb, war pure Enttäuschung. Wieder einmal hatte Dauergewinner Bamberg etwas zu lachen. Das 98:72, eine Demonstration. Geht natürlich auch zum Teil auf Unterkante. Ich glaube, die ersten 3-4 Würfe der Bamberger waren dreimal Defensive Breakdowns, also miteinander geschlafen. Und, Roberts und Gabel und Jacobson kriegen drei ganz einfache Würfe und es steht gefühlte 10-0 und es ist hier gleich das Tollhaus und so kann man das Spiel nicht anfangen. Ratio Farm Ulm überzeugte in den bisherigen Playoffs. Doch gegen die Brose Baskets gab es auch im vierten Spiel in dieser Saison kein Erfolgserlebnis. Die Bamberger traditionell mit einer starken Anfangsphase, den Ulmern von Beginn an die Grenzen gezeigt. Besonders die Trefferquote von der Dreierlinie überragend. 52% von draußen sprechen für den Lauf der Baskets in dieser Partie. Der Außenseiter fand zu keinem Zeitpunkt des Spiels ein Rezept gegen das schnelle Offensivspiel des Pokalsiegers. Selbst Tibor Pleiss leistete sich das ein oder andere Mal den Luxus, seine Distanzwürfe einstreuen zu lassen, mit Erfolg. Die Ulmer hingegen konnten ihren Teambasketball selten durchsetzen. Per Günther und John Bryant hatten wenig Raum, ihre Stärken auszuspielen. In eigener Halle muss eine deutliche Steigerung her, eine nächste Klatsche verboten, damit die Finalserie nicht schon früh entschieden ist. Das wollen die Ulmer verhindern, dass diese Serie wirklich früh entschieden wird. Und dafür müssen sie heute hier in der Ratio Farm Arena zu Hause gewinnen. Bei mir ist der Coach Thorsten Leibener. Hallo. Ja, wir haben gerade eben Per Günther noch mal gehört nach Spiel 1, der gesagt hat, so darf man ein Spiel nicht beginnen. Klar, dass sie heute anders anfangen wollen. Aber wie schafft man das? Was haben sie ihren Spielern gesagt? Hatten sie da auch noch mal einen speziellen Psychotrick? Ich glaube nicht. Wir haben uns das Video angeschaut und die Jungs waren ein bisschen peinlich berührt. Wir haben viel zu passiv gespielt. Wir stehen im Finale um die deutsche Meisterschaft. Da muss man physisch unglaublich dagegenhalten, gerade gegen so eine starke Mannschaft wie Bamberg. Vielleicht auch kratzen, beißen. Wir werden mit Sicherheit nicht die Bamberger schlagen, wenn wir einfach nur schön spielen, sondern wir müssen physisch extremst dagegenhalten. Diese Serie, da schauen ja auch viele immer auf das Center-Duell Tibor Pleiss gegen John Bryant, der ja MVP geworden ist. Jetzt hat im ersten Spiel Tibor Pleiss, denke ich mal, den besseren Tag erwischt. Der hat wirklich alles getroffen, der hatte keinen Fehlwurf. Was muss denn John Bryant heute besser machen? Zunächst einmal muss die Mannschaft dafür sorgen, dass er den Ball in Korbnähe bekommt. Wir haben am Anfang zweimal den Ball auf ihn gespielt, dann hat er auch gleich gegen Tibor eine gute Bewegung gemacht, die Punkte erzielt. Aber je länger das Spiel gedauert hat, desto mehr ist er an die Drei-Punkte-Linie gegangen. Aber auch, weil er unterm Brett so ein bisschen verhungert ist. Also es ist die Aufgabe von allen, dass wir dem John die Bälle in Korbnähe zuspielen. Und dann, denke ich, kann er auch seine Vorteile ausspielen. Per Günther, der wurde ja auch ganz gut aus dem Spiel genommen in Bamberg. Der war auch wirklich sichtlich geknickt. Wir haben immer wieder die Bilder gesehen. Er hat sich so geärgert. Was hat er sich denn vorgenommen für heute? Ryan Roberts hat ein hervorragendes Spiel gegen ihn gemacht, auch gegen Tommy Mason Griffin. Zunächst einmal wird es für Per darauf ankommen, dass er defensiv den Brian ein bisschen in seine Schranken weist. Er darf nicht wieder so einen guten Start haben, er darf nicht mit so viel Spielfreude agieren, sondern wir müssen ihn ganz eng verteidigen und Per hat sich das vorgenommen. Ich glaube, das wird auch seine Offensive helfen, dann kommt er eher in einen Rhythmus. Dankeschön. Dann vielleicht ganz kurz noch ein Wort zu Tibor Pleiss, der eben ein gutes Spiel gemacht hat. Wie kann man den überhaupt stoppen in der momentanen Form? Bei dem scheint ja alles zu gelingen. Das wird tatsächlich schwer, wenn er jetzt auch noch so konstant von außen trifft. Wir sind natürlich darauf eingestellt, dass er unterm Korb vielseitig agieren kann. Ich glaube, da hatte er auch jetzt nicht so viele Szenen. Aber das
erweitert seine Anlage, wenn er jetzt auch noch den Dreier wirft oder aus der Mitteldistanz so hochprozentig abschließt. Also wir müssen das als Mannschaft schaffen, weil John wird unterm Korb gebraucht. Eventuell müssen wir dann switchen und kleinere Leute gegen Tibor stellen. Dankeschön erstmal, Thorsten Leibenhardt. Und wir haben Tibor Pleiss angesprochen. Der scheint momentan voll konzentriert auf die Playoffs zu sein. Allerdings gab es im Internet auch einen kleinen Cartoon. Da wurde er so dargestellt. Alle Spieler konzentrieren sich natürlich voll auf die Mission Repeat, also zum dritten Mal in Folge das Double zu holen. Aber vielleicht ist er ja auch schon ein bisschen in Gedanken bei Oklahoma City Thunder, seinem NBA-Club, wo er aller Wahrscheinlichkeit nach hinwechseln wird. Aber soweit sind wir noch nicht. Jetzt erstmal die Playoffs. Wir machen eine kurze Pause und melden uns sofort wieder hier aus Ulm. EM aktuell. Täglich alles Wissenswerte rund um die besten Kicker des Kontinents. Wir blicken nochmal auf die deutsche Nationalmannschaft. Highlights, Aufreger und Hintergründe zur Fußball-Europameisterschaft. EM aktuell. Heute 22 Uhr. Live auf Sport 1. Fußballfans, aufgepasst! Gewinnt ein Wochenende mit drei Freunden, das in eure ganz persönliche Fußballgeschichte eingehen wird. Gewinnt das Hasseröder Männercamp Doppelpass. Besucht nach einer sportlichen Herausforderung die Allianz Arena. Mit exklusiver VIP-Führung und eigener Loge. Um ein EM-Spiel zu schauen. Und seid am nächsten Tag meine Gäste beim Hasseröder Doppelpass. Freut euch auf ein Wochenende mit allem, was man braucht. Macht mit auf hasseröder.de und klickt auf Männercamp Doppelpass. Wir freuen uns auf euch. Jeder Steinschlag wird irgendwann zum Riss und der kostet Zeit und Geld. Rufen Sie also sofort Carglass an. Nur wir reparieren Steinschläge mit der patentierten Carglass-Technologie. Und das kostenlos. Jetzt anrufen. Carglass repariert. Carglass tauscht aus. Horst will seinen Enkeln später Geschichten erzählen. Von seiner Weltumsegelung, der Alpenüberquerung mit dem Rad, seinem Fallschirmsprung über Andalusien und dem guten Essen in spanischen Krankenhäusern. Was auch immer Sie vorhaben, Ihre Pläne, Ihr Leben, Ihre Versicherung. ARAG. 14 Millionen Menschen. Gemeinsam könnten Sie jeden zum Star machen. Sie könnten Holland direkt wieder nach Hause schicken. Sie könnten gemeinsam ein Lied singen, das man bis nach England hört. Das ist das Mobilcom Debitel-Prinzip. Mit 14 Millionen Menschen im Rücken holen wir für jeden Einzelnen mehr raus. Zum Beispiel 10% Tarifrabatt. Oder einfacher gesagt, gemeinsam geht mehr. Sie sind Freunde. Ein eingeschworenes Team. Bis ihr Land nach ihnen ruft. Freundschaft gilt fürs Leben. Der Sieg für die Ewigkeit. Willkommen in der größten Sportwetten-Arena der Welt. B-Win. 14 Millionen könnten jeden in die Flucht schlagen. Gemeinsam geht mehr mit Matze Knob auf fancontainer.com. Wenn wir in die Zukunft des Fernsehens eintauchen könnten, was würden wir erleben? Neue Möglichkeiten der Bedienung und neue Wege, in Kontakt zu bleiben. Der neue Samsung Smart TV. Zukunft ist jetzt zu Hause. Genieße den Moment. Heute ein König. König Pilsner. Neu von Sinju, die einfachste Allnet-Flat aller Zeiten. Für sensationelle 19,90 Euro im Monat. Kostenlos ins deutsche Festnetz telefonieren. Seine Vorteile ausspielen. Herr Günther, der wurde ja auch ganz gut aus dem Spiel genommen in Bamberg. Der war auch wirklich sichtlich geknickt. Wir haben immer wieder die Bilder gesehen. Er hat sich so geärgert. Was hat er sich denn vorgenommen für heute? Ryan Roberts hat ein hervorragendes Spiel gegen ihn gemacht, auch gegen Tommy Mason Griffin. Zunächst einmal wird es für Per darauf ankommen, dass er defensiv den Brian ein bisschen in seine Schranken weist. Er darf nicht wieder so einen guten Start haben, er darf nicht mit so viel Spielfreude agieren, sondern wir müssen ihn ganz eng verteidigen und Per hat sich das vorgenommen. Ich glaube, das wird auch seine Offensive helfen, dann kommt er eher in einen Rhythmus. Dankeschön. Dann vielleicht ganz kurz noch ein Wort zu Tibor Pleiss, der eben ein gutes Spiel gemacht hat. Wie kann man den überhaupt stoppen in der momentanen Form? Weil dem scheint ja alles zu gelingen. Das wird tatsächlich schwer, wenn er jetzt auch noch so konstant von außen trifft. Wir sind natürlich darauf eingestellt, dass er unterm Korb vielseitig agieren kann. Ich glaube, da hatte er auch jetzt nicht so viele Szenen. Aber das
erweitert seine Anlage, wenn er jetzt auch noch den Dreier wirft oder aus der Mitteldistanz so hochprozentig abschließt. Also wir müssen das als Mannschaft schaffen, weil John wird unterm Korb gebraucht. Eventuell müssen wir dann switchen und kleinere Leute gegen Tibor stellen. Dankeschön erstmal, Thorsten Leibenhardt. Und wir haben Tibor Pleiss angesprochen. Der scheint momentan voll konzentriert auf die Playoffs zu sein. Allerdings gab es im Internet auch einen kleinen Cartoon. Da wurde er so dargestellt. Alle Spieler konzentrieren sich natürlich voll auf die Mission Repeat, also zum dritten Mal in Folge das Double zu holen. Aber vielleicht ist er ja auch schon ein bisschen in Gedanken bei Oklahoma City Thunder, seinem NBA-Club, wo er aller Wahrscheinlichkeit nach hinwechseln wird. Aber soweit sind wir noch nicht. Jetzt erstmal die Playoffs. Wir machen eine kurze Pause und melden uns sofort wieder hier aus Ulm. EM aktuell. Täglich alles Wissenswerte rund um die besten Kicker des Kontinents. Wir blicken nochmal auf die deutsche Nationalmannschaft. Highlights, Aufreger und Hintergründe zur Fußball-Europameisterschaft. EM aktuell. Heute 22 Uhr. Live auf Sport 1. Fußballfans, aufgepasst! Gewinnt ein Wochenende mit drei Freunden, das in eure ganz persönliche Fußballgeschichte eingehen wird. Gewinnt das Hasseröder Männercamp Doppelpass. Besucht nach einer sportlichen Herausforderung die Allianz Arena mit exklusiver VIP-Führung und eigener Loge, um ein EM-Spiel zu schauen. Und seid am nächsten Tag meine Gäste beim Hasseröder Doppelpass. Freut euch auf ein Wochenende mit allem, was man braucht. Macht mit auf hasseröder.de und klickt auf Männercamp Doppelpass. Wir freuen uns auf euch. Jeder Steinschlag wird irgendwann zum Riss und der kostet Zeit und Geld. Rufen Sie also sofort Carglass an. Nur wir reparieren Steinschläge mit der patentierten Carglass-Technologie. Und das kostenlos. Jetzt anrufen. Carglass repariert. Carglass tauscht aus. Horst will seinen Enkeln später Geschichten erzählen. Von seiner Weltumsegelung, der Alpenüberquerung mit dem Rad, seinem Fallschirmsprung über Andalusien und dem guten Essen in spanischen Krankenhäusern. Was auch immer Sie vorhaben, Ihre Pläne, Ihr Leben, Ihre Versicherung. ARAG. 14 Millionen Menschen. Gemeinsam könnten Sie jeden zum Star machen. Sie könnten Holland direkt wieder nach Hause schicken. Sie könnten gemeinsam ein Lied singen, das man bis nach England hört. Das ist das Mobilcom-Debitel-Prinzip. Mit 14 Millionen Menschen im Rücken holen wir für jeden Einzelnen mehr raus. Zum Beispiel 10% Tarifrabatt. Oder einfacher gesagt, gemeinsam geht mehr. Sie sind Freunde. Ein eingeschworenes Team. Bis Ihr Land nach Ihnen ruft. Freundschaft gilt fürs Leben. Der Sieg für die Ewigkeit. Willkommen in der größten Sportwettenarena der Welt. B-Win. 14 Millionen könnten jeden in die Flucht schlagen. Auf Wiedersehen! Gemeinsam geht mehr. Mit Matze Knob auf fancontainer.com. Wenn wir in die Zukunft des Fernsehens eintauchen könnten, was würden wir erleben? Neue Möglichkeiten der Bedienung und neue Wege, in Kontakt zu bleiben. Der neue Samsung Smart TV. Zukunft ist jetzt zu Hause. Genieße den Moment. Heute ein König. König Pilsner. Neu von Sinju, die einfachste Allnet-Flat aller Zeiten. Für sensationelle 19,90 Euro im Monat. Kostenlos ins deutsche Festnetz telefonieren, in alle Handynetze und grenzenlos im Internet surfen. Die Sinju Allnet-Flat für 19,90 Euro. Dazu Smartphones ab 0 Euro. Jetzt auf sinju.de. Weil einfach, einfach, einfach ist. Ich bin Red Bull Cola. Ich bin kein Energy Drink. Ich bin 100% pures Cola. Stark im Geschmack. Weil meine Zutaten 100% natürlicher Herkunft sind. Ganz ohne Chemie. Ich bin Red Bull Cola. All natural. All Cola. Ich habe es gewagt und getestet. Es funktioniert. Hydra Energy Antimüdigkeit Feuchtigkeitspflege. Die tägliche Pflege Vitamin C für meine Haut. Bekämpft die 5 Zeichen müder Männerhaut. Bis zu 24 Stunden. Hydra Energy Antimüdigkeit Feuchtigkeitspflege. So wirkt Europas Nummer 1 von L'Oreal Man Expert. Stiftung Warentest hat 11 Einbaugeschirrspüler getestet. Testsieger wurde die Marke Beko mit Wechselspültechnik.
Beko Hausgeräte. Spannung liegt in der Luft. Das Ziel? Die Handball-Weltmeisterschaft 2013. Das Hinspiel der WM-Playoff-Spiele. Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina. Samstag 15 Uhr. Live auf Sport 1. Willkommen zurück hier in der Radiofarm Arena im Ulm Spiel 2 der Finalserie der Playoffs der Beko BBL. Und momentan läuft hier die Mannschaft hinter mir rein. Die Bamberger, das ist eigentlich das Maß aller Dinge in der Basketball-Bundesliga. Dort ist auch immer eine Wahnsinnsstimmung. Aber was die Ulmer hier in der Halle zaubern, das ist Wahnsinn, das ist Gänsehautstimmung. Das ist eigentlich auch schon meisterwürdig. Aber dafür müssen sie ja jetzt zumindest mal dieses Spiel gewinnen. Das ist eine ganz tolle Atmosphäre hier und wir schauen uns jetzt auch nochmal die Vorstellung der Mannschaft an. Dafür haben die Ulmer nämlich extra einen Film für ihre Fans gemacht. Der Beginn einer neuen Ära. Ein Jahr der Superlative. Atemberaubende Momente. Gänsehaut. Emotionen. Das ist Ratiopharm Ulm 2012. Und das war erst der Anfang. Das war erst der Anfang und jetzt geht es weiter hier mit Spiel 2 gegen die Bamberger. Also man versteht sein eigenes Wort hier nicht mehr in der Halle. Und jetzt kommt natürlich gleich die Nationalhymne, die es vor diesen Spielen traditionell gibt. Und darüber werden jetzt sprechen Ihre Kommentatoren, Mike Körner und Stefan B. Ich bitte alle von Ihren Plätzen aus. Geht in wenigen Sekunden los. Gesungen wird die Nationalhymne von Siu, die seit 2009 im Ulmer Gemeinderat sitzt für die Grünen. Also hier. Bitte schön. Ja, Donnerwetter, also wenn die Ulmer so spielen, wie die grüne Gemeinderätin singt, Stefan Beek, dann gibt es hier einen klaren Ulmer Sieg. An meiner Seite Stefan Beek, unser Sport 1 Experte. Ja, Stefan, das erste Spiel, die Ulmer haben richtig schlecht gespielt, muss man sagen. Gibt das heute so eine Gegenreaktion? Was erwartest du speziell vom Ulmer Team? Also erstmal die erste Reaktion haben wir von dem Ulmer Publikum gehört. Das ist eine Wahnsinnsatmosphäre, so laut. Ich sehe deine Gänsehaut hier schon durch dein T-Shirt drücken. Es ist unglaublich laut. Aber auf Spiel bezogen müssen die Ulmer, glaube ich, zwei Sachen machen. Erstmal müssen die Guards
Die drei kleinen Spieler, Mason Griffiths, Per Günther und auch Isaiah Swann, viel, viel mehr machen für das Spiel, in der Lage sein, zum Korb zu ziehen, sich diesem Druck der Bamberger entziehen, um einfache Würfe auch für Esterkamp, für John Bryan zu generieren. Und dann müssen sie besser verteidigen. Sie sind eine Fastbreak-Mannschaft, aber ohne Defense kein Fastbreak. Sie müssen die Bamberger in der Lage sein, zu stoppen. Dann können sie auch selber Fastbreak spielen. Und da sind die drei Kleinen auch viel, viel schneller und können sich den Zugriff mal so ein bisschen entziehen. Wir haben diesmal ein bisschen Zeit für die Mannschaftsaufstellung, die wir uns gerne anschauen wollen. Beginnen mit dem Ulmer Team, die sich gegenüber der ersten Partie auf einer Position verändert haben. Besser gesagt, sich wieder auf die alte Formation besonnen haben. Das heißt, sie spielen mit Per Günther, mit Isaiah Swann, der wieder in die Startformation gerückt ist. MVP John O'Brien, dann Dane Watts und Steven Esterkamp, der gefährliche Schütze von draußen. Das ist die Mannschaft von Thorsten Leiben, hat auch mit diesem putzigen Playoff-Bärtchen, das hat so ein bisschen die Runde gemacht. Wir haben es ja schon vorhin gehört, die Haare sind ein großes Thema in Ulm. Kommen wir zu den Bambergern. In Oberfranken nichts Neues. Im ersten Spiel haben sie den Gegner echt eingemacht, muss man sagen. Und das ist die Starting Five mit Roberts. Überragendes Spiel. Anton Gabel, Tibor Pleiss, PJ Tucker und Casey Jacobs. Muss man so sagen, die Mannschaft von Chris Fleming ist hier heute, auch wenn es in Ulm ist und auch wenn die Fans hier alles geben werden und auch wenn die Ulmer Mannschaft sich wirklich anders präsentieren wird, der haushohe Favorit, denn Bamberg spielt momentan auf dem absolut besten Niveau der Saison. Sie sind alle verletzungsfrei, sie sind super intensiv. Es kann eigentlich den Ulmern, ein kleines Wunder muss ihnen helfen. Sie brauchen das berühmte, perfekte Spiel. Wir sind in wenigen Sekunden Startklar. Dieses Basketballspiel wird Ihnen präsentiert von Beko. So, die Ulmer Fans auf der Stehtribüne, aber es sind auch einige hundert Bamberger Fans mitgefahren, um hier so einen kleinen Ausgleich zu schaffen. Natürlich sind die Fans der Spatzen hier ganz klar in der Mehrzahl. Ist ja ein bayerisches Derby, wenn man es ganz hart nimmt. Wir sind ja hier in Neu-Ulm, wo die Halle steht, was zu Bayern gehört. Ulm selber ist ja Baden-Württemberg und die Bamberger, naja, hört man nicht gerne, aber sind als Oberfranken ja auch aus Bayern. So, jetzt kann es losgehen. Wir werden gleich diesen Ball hier sehen mit den drei Referees, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Dr. Martin Matip, das ist der Herr rechts im Bild. In der Mitte ist Steffen Neubecker und dann haben wir auch noch Moritz Reiter. Über die Intensität haben wir viel gesprochen und Coach Thorsten Leibenhardt hat es auch angekündigt. Seine Mannschaft wird hier sich heute vor allen Dingen physisch ganz anders präsentieren. Sie wollen dagegen halten. Kein Schönheitspreis, sondern einfach nur einen Sieg. Dann gibt es in jedem Fall ein Spiel 4. Das wäre im Übrigen dann am kommenden Donnerstag in Ulm. Spiel 3 ist in jedem Fall ja am Sonntag in Bamberg. Und die sind in Rot im Ballbesitz. Und das Duell Roberts gegen Günther. Die erste Aktion. Schöner Spielzug. Eingezogen in die Zone von Anton Gabel. Fast noch mit Foul von Esterkamp. So, schaffen Sie es, den Ball zu Big John Bryan zu bringen. Das ist Ihr Ziel. Schön raus auf Swann. Starker Einsatz von Tucker beim Rebound. Roberts, ja, da ist sofort das Bamberger Spiel da, wo Sie es haben wollen. Zielorientiert, aber Roberts vergibt die Chance. Und das muss bei den Ulmern ein bisschen schneller gehen, denn aus dem Ballgewinn, aus dem Rebound heraus, die Fast Breaks laufen. Allerdings, das war auch eine schöne Bewegung von Dane Watts. Ja, was zumindest besser läuft, ist, die ersten beiden Angriffe der Ulmer waren sehr gut ausgespielt. Auch wenn Swann im ersten Angriff nicht getroffen hat, so einen feinen Wurf wird er wahrscheinlich heute den ganzen Tag nicht mehr bekommen. Und der zweite Wurf war ganz gut von Dane Watts gegen Tibor Pleiss, der jetzt hier auch gut gestoppt wird.
Esther Kemp mit dem schönen Stil gegen Kleist. Und das ist eine ganz wichtige Option im Ulmer Spiel. Aus dem Ballgewinn heraus Fast Break laufen. Ulmer sind drin im Spiel. Aber das muss natürlich zu Beginn erst einmal noch gar nichts heißen. Sorgt natürlich für Erleichterung bei den Fans. Gabel. Ja, sie sind schon hinterher in der Defense. Aber Gabel, das ist mal ein Playoff-Bart. Der Rübezahl aus Bamberg mit seinen ersten Punkten. Na, wir sind sogar schon Punkte 3 und 4 von Gabel. Aber trotzdem kein Vergleich dieser Ulmer Mannschaft zu dem Anfangsphase in Bamberg. Viel, viel bissiger, immer eine Hand am Ball, bessere Verteidigung, auch eine andere Körpersprache. Ich glaube, das wird hier ein hartes Stück Arbeit für die Bamberger. So, das erste Mal, dass die beiden so richtig im Duell da waren, die beiden besten deutschen Center, Bryant und Gleis. Roberts gegen Günther, Gleis mit dem hohen Block. Ja, da wird schon wesentlich besser verteidigt. Swan. Ja, den brauchen sie natürlich heute. Ja, die Ulmer haben wirklich immer eine Hand am Ball. Sehr untypisch für die Bamberger, dass sie Probleme beim Dribbling haben. Aber die Ulmer spielen mit 10. Man sieht hier, der Günther versucht immer wieder an den Ball zu kommen und hat sogar jetzt sogar einen Offensivball provoziert. Ja, das kann natürlich auch wichtig sein, was die Schiedsrichter hier insgesamt durchgehen lassen, was nicht. Wir sehen nochmal die Szene, hier der erste Schubser und dann der zweite. Und das war dann einer zu viel. Günther, schönes Dribbling. Aber die Bamberger sind natürlich immer ganz nah bei ihren Gegenspielern, verteidigen hervorragend das Pick and Roll. Auch hier schnell wieder draußen gewesen beim Schützen, aber ein Rebound von Bryant. Und gut gelesen von Roberts und von Swan. Oh ja, Finalbasketball. Oh, harter Schrittfehler. Und das unsportliche Foul von Bryant. Da sind sie mittlerweile kleinlich geworden. Oh, oh. Leibenhardt rastet vollkommen aus. Naja, es wäre nicht günstig, jetzt nach einem unsportlichen Foul noch ein technisches Foul oben drauf zu bekommen. Der, glaube ich, wollte seinen Emotionen da mal ein bisschen freien Lauf lassen. Da sehen wir es doch mal. Also immer dann, wenn diese Fast Breaks so offensichtlich unterbunden werden. Da sehen wir es noch mal. Dann ist man doch mittlerweile sehr stark dazu übergegangen, auf unsportliches Foul zu pfeifen. Und Leibenhardt, mein Gott, der ist schon auf 270 vom Puls. Bedeutet Freiwürfe plus Ballbesitz für die Bamberger. Deswegen steht da auch keiner zum Rebound. Da sind die Brose-Fans. Und Ballbesitz für das Flaming-Team. Ich denke, dass sie jetzt vielleicht mal ein System für Tucker laufen, dass der in der Offensive integriert wird. Na, erstmal wird Casey Jacobs einen Versuch zu finden. Kommt gut um den Block rum, vergibt aber die prima Gelegenheit. Swan gegen Gabel. Kein Foul, Fastbreak-Chance. Tucker ist da unglaublich schwer zu stoppen, mit Foul in dem Fall. Und das ist das zweite Foul gegen John Bryan. Ist ein Riesenproblem jetzt fürs Leibener-Team. Zweite Foul von John Bryan. Da, alles korrekt gepfiffen. Man muss ja die Hände wegnehmen. Das war ein dummes Foul von Bryant, denn er hat nicht einmal ansatzweise Tucker beim Korbleger hindern können. Das ist natürlich so eine Sache. Man nimmt ein taktisches Foul in Kauf, um den Fastbreak zu stoppen, um die eigene Mannschaft zu schützen. Aber dann nimmt man ein weiteres dummes Foul und schon hat man zwei Fouls und das schwächt diese Mannschaft natürlich nachhaltig. Tucker vergibt den Freiwurf. Und die erste Option soll heißen Bryant im Low Post zu füttern. Aber erst einmal das nächste Foul im Spiel.
Das ist auch das zweite für Brian Roberts. Der geht auch direkt zur Auswechselbank. Das ist positiv für die Ulmer, denn Roberts, der hat ihnen auch in der Defensive ordentlich zu schaffen gemacht. Günther herausragend verteidigt in Spiel 1. So, frisch von der Bank. Nenkewell noch kalt, nimmt den Wurf und trifft. Das heißt, Pleiss hat jetzt natürlich auch einen anderen Gegenspieler, wo Bryant auf der Bank ist. Esterkamp. Stark, aber Rebound, den muss er natürlich machen. Verschenkt. Auf Bamberger Seite, Jacobsen. Aber auch da dreht sich so manches aus dem Korb heraus. Die Quote in Spiel 1 bei Bamberg, die war ja zum Fürchten gut. Tada, ganz frei. Ja, das sieht man auch, die Bamberger Qualität. Tada war ganz frei, hat sich diesen Wurf nicht zugetraut. Aber macht er einen guten Pass hier zu Tucker und ein einfaches Give and Go, das Doppelpass des Basketballs. Und dann kommt er ganz unter den Korb und kann ihn mit Foul reinmachen. Ja, Tada hat gesehen, dass von ihm der Gegenspieler unten bei Tucker steht. Den sie frühzeitig hier aus dem Spiel nehmen wollen, der gar nicht erst den Ball besitzen soll. Und wieder Freiwurf für Bamberg. 11-9 die Führung, Wechsel, Slaughter kommt für Pleiss. Wir haben ja beim letzten Spiel viel über Roberts gesprochen, über Gavel gesprochen. Einen Spieler haben wir letztes Spiel ein bisschen außer Acht gelassen, Carsten Tadda. Ein wesentlicher Faktor davon, dass die Guards überhaupt nicht ins Spiel kommen konnten. Er war wie an Kettenhund, an Swan, an Mason Griffiths, an Per Günther und hat noch in der Offensive ganz gut gespielt. So, wir haben schon gesehen, wie schwierig es für die Ulmer da war, aus der eigenen Hälfte herauszukommen. So viel Druck machen die Bamberger auf den ballführenden Spieler. Auch hier wieder Tada beteiligt, fast mit dem Stil. Erstklassige Bamberger Defense, wie gehabt. Und in Spiel 1 war es so, dass die Ulmer da einfach gemerkt haben, okay, die Bamberger üben Druck aus. Naja, machen wir halt mal irgendwas, aber gemacht haben sie gar nichts. Günther, schöner Zug zu kommen. Das ist, was ich angesprochen habe, was gefehlt hat im ersten Spiel. An immensen Druck, wenn Carsten Tadda so nah an ihm dran ist, dann muss er zum Korb gehen, er kann ihn schlagen und dann reicht das Rücken auch für seine Mitspieler. Ah, das ist schon klar, dass es hier ein bisschen zur Sache geht. Das ist genau das, was aber Leibniz angesprochen hat. Hier das Foulspiel von Sebastian Betz. Dass man da auch mal im Passweg stehen muss, auch mal gucken muss, dass die Laufwege der Bamberger unterbrochen werden. Er hat gesagt, in Spiel 1, die Bamberger konnten überall hinlaufen. Das war, die konnten alle ihre Systeme einwandfrei durchspielen, weil es hat sich keiner daran gehindert. Und das soll anders laufen. Und das hat man gesehen, dass ein Spieler wie Betz da gerade sich so ein wenig aufgeopfert hat, da mal was zu ändern. Jacobs, schwieriger Wurf. Esterkamp. Wow. Sie attackieren den Korb. Ja, sind sehr aggressiv. Sie lassen es dadurch auch nicht zu, dass sich, ja, es ist einfach schwieriger, gegen eine Bamberger Verteidigung zu spielen, wenn man so Halbfeldbasketball spielen muss, um einen freien Wurf zu bekommen. Aber bin gespannt, ob die Bamberger dagegen jetzt auch mal ein Mittel finden. Dass sie nicht ziehen zum Korb der Ulmer unterbinden. Erst einmal sind sie selber im Angriff mit Tucker. Und sie wechseln hier zum ersten Mal die Verteidigung, spielen eine 1-2-2-Zone. Aber Anton Gavel hat die richtige Lösung. Gavel ja
ausgezeichnet worden für seine Verteidigungskünste. Man darf nicht unterschätzen, dass er auch ein herausragender Offensivspieler ist. Günther versucht gegen Tada zu ziehen. Der bekommt das Foul. Schönes Duell da auf der 1. Die beiden Deutschen. Aber man merkt, dass Günther sich sehr viel vorgenommen hat. Er wird jetzt ausgewechselt. Aber genau das ist der Faktor, der vielleicht für die Bamberger am Ende ausschlagen wird. Wenn eine Mannschaft mit so viel Energie und so viel Aggressivität spielt, dann muss auch viel gewechselt werden. Und da hat Bamberg natürlich mit seiner Bank, wir sehen hier Tibor Pleiss schon auf der Bank, einen großen, großen Vorteil. Esther Camp auf Watts. Drei Mann gegen Watts. Da muss natürlich einer freistehen und dann sind das diese Würfe, die Esther Camp, die muss er treffen. Ja, das ist unglaublich stark. Das ist, wie ich ihn am liebsten sehe, wenn er hinten den Rebound holt und wie eine Kanonenkugel nach vorne, also die menschliche Kanonenkugel nach vorne dribbelt, da stellt sich keiner in den Weg. Da stellt sich keiner in den Weg, weil er dann nicht mehr auf dem Spielfeld ist. Unglaublicher Athlet, dieser PJ Tucker. So, jetzt Griffin für Günther auf der 1 hier. Wir sehen ihn mit der 5. Nankivell gegen Schuppo, das könnte eventuell ein Duell sein, was Nankivell, wo er sich im Vorteil sieht, der Ball ist rot. Guter Einsatz im Ulmer Spiel, aber sie haben ein paar Punkte liegen gelassen. Sie brauchen das perfekte Spiel und zum perfekten Spiel gehört, dass die freien Dinger, die müssen rein. Aber wir sehen, dass Leiben hat frühzeitig hier seine Mannschaft unterstützt, ihn zeigen will, dass alles doch läuft, dass alles auf dem Weg ist zu einem besseren Spiel 2. So, wir schauen an, über wen das System hier geht. Schuppot hat die Möglichkeit. Ja. Das etwas physischere Spiel der Ulmer sorgt natürlich auch für deutlich mehr Fouls. Ja, ist ein bisschen zu viel geschoben, aber was man gesehen hat in der Anfangsphase ist, dass die Ulmer viel mit ihren Händen spielen. Normalerweise ist das ein Zeichen für den Schiedsrichter sofort zu pfeifen. Und die Schiedsrichter haben hier in den Anfangsphasen wirklich sehr, sehr viel zugelassen. Diese Linie über 40 Minuten durchzuhalten, bin ich mal sehr gespannt. Das ist ein klares Zeichen, dass die Ulmer intensiver verteidigen, weil Bamberg hier natürlich immer wieder an die Freiwurflinie geht. Das ist bereits das 5. Mal hier im ersten Viertel und Schuppert, ein recht solider Schütze normalerweise, beim vermeintlich leichtesten Wurf, den es im Basketball gibt. Da sehen wir Wolfgang Heider, den Geschäftsführer der Rose Baskets. Aber man merkt auch, dass die Schiedsrichter schon kurze Leine. Die pfeifen viel. Ich denke mal, weil sie auch geahnt haben, was hier heute auf sie zukommt, dass eben das Spiel insgesamt physischer wird. Und dementsprechend haben wir längst die Mannschaften auch am Limit für Mannschaftsfouls. So gibt es für dieses Foul, was eigentlich ja ganz am anderen Ende des Platzes passiert ist, Freiwürfe in dem Fall für Mason Griffin. Ah. Wir versuchen immer Tendenzen zu erkennen, auch schon in der frühen Phase. Und die Tendenz ist, dass die Ulmer hier und da Punkte liegen lassen. Das darf nicht sein. Also 0 von 2 geht nicht fürs perfekte Spiel. 14-17 aus Ulmer Sicht. Jetzt sehen wir die Ulmer wieder in der 1-2-2-Zone. Rotieren da ganz gut und bringen Schuppert in Probleme. Ja, Schuppert gut verteidigt da, wie ich finde, von Nankivell. Ja, und der sucht auch eine freie Möglichkeit. Watts, Griffin, geduldig gespielt. Und das haben wir im ersten Spiel nicht gesehen. Da wurde viel mehr gedribbelt, da wurde der Ball mit einem Dribbling von der einen auf die andere Seite gebracht. Das waren drei schnelle Pässe und Nankivell war ganz frei. Gavel versucht es da. Der alte Trick gegen Bamberg, immer wieder Verteidigungssysteme zu ändern.
was die Bonner ja vorgelebt haben, in Perfektion in der ersten Playoff-Runde. Auch das werden die Ulmer heute versuchen. Watts. Das ist auch so ein kleines Juwel, dieser Dane Watts. Eine ganz starke Saison gespielt. Man hat gemerkt, dass es den Ullmann wirklich wehgetan hat, als er eine Zeit lang verletzt war. Rebound von Slaughter. Oh. Bitz zeigt an, ich habe doch nur den Ball berührt. Und Leibniz, der unglaublich engagierter ist. Schauen wir uns das Ganze noch mal an. Ah, der Fehler war, dass Slaughter den Rebound direkt unter den Korb holen konnte. Der muss vorher geschoben werden. Da muss mit allem, was man hat, Slaughter weggedrängt werden, damit er diesen Ball nicht so einfach unter dem Korb kriegen kann. Leicht gesagt, schwer getan. Slaughter an der Linie. Der Mann, um den sich Wechselgerüste ranken. Hier und da heißt es, dass er schon einen neuen Verein hat. Aber das ist natürlich alles eine Geschichte, die sicherlich nicht während der Finalserie hochkochen wird. Wenn sie überhaupt stimmt. So, die nächsten Freiwürfe. Auch hier 1 von 1, aber ansonsten bisher eine doch respektable Bamberger Quote von der Linie. Letzte Minute im ersten Viertel angebrochen. Griffin gegen Jenkins. Schöne Bewegung, auch das sind Sachen, wenn sie schon mal da die Möglichkeit haben, zum Korbleger zu kommen, dann müssen sie auch rein. Oh, ja, und da war Leibniz so auf 180, weil er gehofft hat, dass die 8 Sekunden ablaufen, die das Team nur Zeit hat, um aus der eigenen Hälfte zu dribbeln. Ja, und wenn Torbert hier ein bisschen aufgepasst hätte, hätte er den Pass zumachen können und Jenkins hätte keine Anspielstation. So kommt Torbert einen Schritt zu spät und macht das Foul. Das sieht es. Also ich hätte den Pass verhindert. Ich tippe das Jackett. Mitte zweiten Viertel wird es abgelegt. Spätestens. Oder es wechselt seine Farbe. In einem Ton dunkler. Auch hier werden jetzt ein paar Punkte liegen gelassen an der Linie. Ein knappes Match. Und das ist ja das, was wir uns eigentlich heute erhoffen. Schuppert, schwach gespielt von Griffin. Oh, und Slaughter hofft natürlich, dass der Foulpfiff kommt, aber der kommt nicht. Swan, Lenkeville für 3. Oh, Lenkeville entpuppt sich hier im ersten Viertel als Spieler von der Bank, als Stütze in der Offense. Und als guter Verteidiger gegen Schuppert. Das waren die ersten 10 Minuten. 22-21. Ja, man spielt. Tolle Intensität. Ein durchgeschwitzter Trainer, ein begeistertes Publikum. Playoffs, baby, im vollen Gange. Gleich mehr aus Ulm. Genießen Sie das Basketballspiel mit Beko. Stiftung Warentest hat 11 Einbaugeschirrspüler getestet. Testsieger wurde die Marke Beko mit Wechselspültechnik. Beko Hausgeräte. Hi, ich bin Jana. Mein Tipp für alle, die gerne telefonieren, surfen und SMS schreiben. Einfach zum Kongstar 9 Cent Tarif die Surf- und die SMS-Flat dazu buchen. Könnt ihr jederzeit wieder abbuchen. Der 9-Cent-Tarif mit den Flat-Optionen. Jetzt bestellen unter 0800 100 1234 oder kongstar.de. Kongstar, du willst es, du kriegst es. AXA definiert Vorsorge neu. Sie wollen die Existenz ihrer Familie absichern, eine umfassende Altersvorsorge aufbauen oder ihren Ruhestand planen. AXA hat die Lösung mit Plan 360 Grad. Beste Rundumberatung von der Sicherung ihrer Existenz bis zur Planung ihres Ruhestands. Informieren Sie sich auf axa.de. I've
Full-HD-Experte. Ich bin die Nikon D5100. Ich bin eine Nikon. Wenn wir in die Zukunft des Fernsehens eintauchen könnten, was würden wir erleben? Neue Möglichkeiten der Bedienung und neue Wege, in Kontakt zu bleiben. Der neue Samsung Smart TV. Zukunft ist jetzt zu Hause. Genießen Sie das Basketballspiel mit Beko. Zurück in Ulm und es ist ein ganz anderes Spiel als in Spiel 1, das haben die Ulmer auch versprochen. Schauen Sie mal hier auf der Bamberger Bank, die Zettel da vorne, die da hängen, als Orientierung für die Bamberger Spieler. Das sind die Ulmer Spielzüge. Das sind die Ulmer Spielzüge, das sind so die Key-Szenen, was man passiert. Einige Spielzüge gleichen sich, sodass die Spieler gelernt haben, da zu verteidigen. Also Vorbereitung ist alles und man lässt nichts unversucht. Ja, und es ist ganz klar, im Laufe einer Serie kennt man natürlich dann sowieso die Spielzüge des Gegners auswendig. Oh, beim Rebound, bisschen nachlässig da die Bamberger. Moment, Moment, Moment. Ja, ja, ja. Es geht jetzt darum, dass die 24 Sekunden abgelaufen sein sollen, was natürlich Quatsch ist, weil ja der Wurfversuch zumindest den Ring berührt hat. Dann müsste es neue 24 geben. Ja, es gibt neue 22, glaube ich. Da sehen wir es noch mal. Das finde ich super. Ja, sieht man es ganz genau. Es gibt Spielzüge, wie in jeder Sportart gibt es gewisse Basic-Spielzüge, so wie Doppelpass oder Give and Go, wie die Enden. Das sind diese Spielzüge. So. Es könnte auch auf den Zetteln vermerkt sein, dass man Swan nicht unbedingt heiß werfen lassen darf. Denn dann ist er wirklich sehr, sehr gefährlich. Tada jetzt von draußen. Oh. Da muss man Jenkins im Auge behalten. Boah, guter Einsatz wieder von Tada. Sehr also stark in der Rückkehrbewegung. Tada gefällt mir in der Finalserie bisher sehr, sehr, sehr gut. Er ist immer da, er gibt nie auf. Als harter Verteidiger wird man noch mal geschlagen. Aber er macht das sehr regungslos, emotionslos. Ist sofort wieder bei Isaiah Swan, um ihn vom Ballbesitz zu verhindern. So, die Ulmer mit Nankivell. Griffin. Nur noch 8 Sekunden auf der Uhr. Ja, das sind die Würfe, die kann Brian schon treffen. Aber das ist nicht unbedingt da, wo man ihn haben will. Man will ihn näher am Korb haben. Das war in Bamberg einfach immer wieder ein paar Meter zu weit weg. Und Roberts, das ist zu einfach. Da fehlt jetzt ein bisschen die Ulmer Intensität aus dem ersten Viertel. Bryant, da tut er ihn nicht weh. Ja, das ist sehr wild, das ist zu wild. Das ist genau die Gefahr bei Isaiah Swan. Wenn er diese Würfe nimmt, dann muss er sie treffen, sonst schadet er seine Mannschaft. Aber Fehler begehen auch die Bamberger hier mit diesem Ballverlust. Und ich weiß nicht. Aber gut, er trifft. Da hat er sich so in die Ecke drängen lassen, Mason Griffin. Das ist nur immer Spiel. Die haben die ganze Saison von dieser Lockerheit gelebt, von dieser Unbekümmerheit, diese Würfe auch zu nehmen. Und es erfolgt ihnen hier recht. Ja, das ist ihre große Stärke gewesen. Von draußen jetzt der Fehler. Die Ulmer, die Unbekümmertheit und der Spruch, den das Team und der Trainer vor dem Spiel immer verabreden, wenn die Mannschaft nochmal zusammenkommt, der heißt Stay Humble. Also bleibt unbekümmert. Seid natürlich auf eure Art. Denkivel. Ohoho. Ja, ja, ja. Auch er mit der auffälligen Frisur, die hier John Bryant ja vorlebt. Für die Ulmer könnte es heißen, heute 21 Grad, die Frisur hält. Aber was Denkivel da macht, das hat schon Hand und Fuß. Jenkins. Ja, 6 Jahre Beko BBL. Zweimal MVP gewesen, da muss man nichts zu sagen. Er ist und bleibt offensiv eine absolute Nummer 1. Und er kann auch gut verteidigen, er hätte fast den Ball geklaut. Aber faul. So, jetzt wird fleißig gewechselt. Aber erst gibt es eine Auszeit. Haben wir noch gar nicht heute. Bei 6:54 noch zu spielen im zweiten Viertel.
40 Jahre Honda Civic. Das Jubiläumsangebot. Ab 13.590 Euro, 3.360 Euro Preisvorteil und 0% Finanzierung. Honda, the power of dreams. Neu von Sinju, die einfachste Allnet-Flat aller Zeiten. Für sensationelle 19,90 Euro im Monat. Kostenlos ins deutsche Festnetz telefonieren, in alle Handynetze und grenzenlos im Internet surfen. Die Sinju Allnet-Flat für 19,90 Euro. Dazu Smartphones ab 0 Euro. Jetzt auf simjo.de. Weil einfach, einfach, einfach ist. Ein Steinschlag kann schnell zum gefährlichen Riss werden. Aber haben Sie immer Zeit für die Werkstatt? Bestellen Sie einfach den mobilen Service von Carglass. Wir reparieren auch vor Ort in perfekter Qualität. Spezialharz HPX3 initiieren, aushärten, veredeln. Fertig. Auch der mobile Service von Carglass ist dank Ihrer Versicherung kostenlos. Jetzt anrufen. Carglass repariert. Carglass tauscht aus. 8 Punkte bisher. Von Nankivell, eigentlich ein Spieler, den Thorsten Leibenhardt immer erst von der Bank bringt. Aber das hat er heute getan. Nur heute hat er tatsächlich so viel Unterstützung gebracht. Viel Spielzeit für Nankivell. Der ist aber jetzt draußen. Da ist der schon einige wichtige Würfe getroffen hat in dieser Saison. Unter anderem den berühmten Last-Second-Buzzer-Beater gegen den FC Bayern. Beim Heimsieg. So, die holen wir jetzt wieder mit Günther. Der hatte eine etwas größere Verschnaufpause. Schönes Zusammenspiel mit Bryant. Offensichtlich haben die Ulmer gelernt. Die ziehen das Spiel einfacher dem Druck. Wer den Anspielweg zumacht, der kann auch mal Backdoor gehen. Und dann ist er ganz frei. Was macht das Offensivsystem der Bamberger? Da muss man natürlich an Roberts auch ein bisschen dranbleiben. Aber wir haben ja in der Auszeit ein bisschen gelauscht und gehört, was Chris Fleming gesagt hat. Ey, wir sind zu passiv in Offense. Das war genau der Stichwort für Brian Roberts. Das wollte er hören. Ein Dribbling und ab die Kugel. So, die Ulmer bemühen sich, eine freie Position zu bekommen. Das wird jetzt eng. 3 Sekunden auf der Uhr. Swan! Gute Rebound-Arbeit eigentlich da von Bryant und Bates und dann das Foulspiel von Günther. Ja, aber er hat sich Tucker in den Weg gestellt. Ja, und sofort kriegt Bates eine Ansage. Da sehen wir es nochmal. Swan mit einem ganz schwierigen Wurf und dann Günther. Das hat er jetzt taktisch ganz gut gemacht, dass es dafür kein Unsportliches gibt. Aber ja, der Unterschied war, dass 2 Bamberger 2 gegen 0 vorne waren. Und hier waren noch 3 andere Ulmer schon hinten. Also das ist eine andere Situation. So, das Foulspiel geht wohl an Slaughter, der unter dem Korb da zu heftig sich eingesetzt hat. Da sehen wir den beim Blockstellen oder beziehungsweise gerade prallt er zusammen mit einem Ulmer. Ja, gibt in jedem Fall Foul und Ballbesitz für die Gastgeber. 31-30, knapp die Hälfte des zweiten Viertels ist rum. Da muss der Ball doch hin. Bryant, eine der seltenen Situationen, wo er wirklich im Low Post ist. Und dann auch nicht nur Pleiss, sondern Slaughter gegen sich hat. Roberts, mein Gott. Da sieht man ihm förmlich an, den Coach der Ulmer, dass er da so ein bisschen hadert mit der Mannschaft im Defensivverhalten gerade. Esterkamp. Ach schade, das war sehr, sehr gut gespielt. Wieder ist der Ball gut bewegt worden. Aber dieser Wurf hat auch diesen Rebound verursacht, weil er musste rotiert werden. Es hat Unordnung, keine Zuordnung der Verteidigung geben. Und dann kann natürlich John Bryant den Rebound viel einfacher holen. So, da haben die Ulmer wieder versucht, mit einer Zonenaufstellung zu agieren. Aber das weiß Chris Fleming natürlich, also das ist ja ein offenes Geheimnis, dass viele Mannschaften versuchen, einfach ständig die Verteidigung umzustellen gegen die Bamberger Offense. Das ist jetzt für die nichts Neues mehr. Da sehen wir es nochmal hier. Schöner Rebound von Bryant. Von dem sie hoffen, dass er im nächsten Jahr hier weiterspielen wird. Die sind da sehr zuversichtlich.
Und Roberts übernimmt in der Offensive bei den Bambergern. Die letzten vier Würfe genommen und drei davon getroffen. Das ist schon interessant bei den Bambergern, dass das dann ein Roberts macht, nicht ein Tucker oder ein Jacobs. Günther, schöner Bewegung zum Korb hier. Das ist der Per Günther der Halbfinalserie. Ja, und er weiß ja auch, dass er einen rausschrauben muss heute. Das ist nach dem Desaster im Spiel 1, das weiß er heute, seine Chance, was gut zu machen. Und Kleist zu seinem Nationalmannschaftskollegen, aber der hat das falsche Trikot an. Ja, aber Brian Roberts zeigt jetzt hier auch, er hebt die Hand hoch. Es ist jetzt ein Wurf zu viel gewesen. Als Aufbauspieler kann man nicht jeden Wurf nehmen, auch wenn man heiß ist. Man muss auch seine anderen Mitspieler wieder ins Spiel bringen. Gerade wenn man einen PJ Tucker auf dem Feld hat, der auch weiß, was man mit dem Ball machen muss. So, Anton Gavel kommt zurück. Und da gibt es direkt die Ansagen vom Co-Trainer, wo wir schon wieder bei Swan sind und er trifft. Der Linkshänder, der eigentlich gar nicht so eine überragende Dreierquote hat, aber er ist so ein streaky Shooter. Das heißt, er ist durchaus mal in der Lage, 3-4 hintereinander reinzulegen. Jacobsen. Oh, da müssen sie aufpassen natürlich bei diesem langen Rebound. Da ist das Jackett aus. Was habe ich gesagt? Mitte zweites Viertel. Ist das Jackett weg. Das ist auch teuer, immer jedes Spiel so einen Anzug kaufen. Ah, die Krawatte behält er bestimmt an. Thorsten Leibenhardt. Aber trotzdem muss man schon festhalten, großes Kompliment an die Ulmer Einstellung. Die spielen mit Foul. Das ist das Erste, was man machen muss. Foul gehört zum Spiel. Und um diesen Rhythmus der Bamberger zu stoppen, muss man es auch einsetzen. Kleist gegen Brian. Nanke, wir kommen zur Hilfe. Klasse ausgeholfen. Und Günther turbomäßig. Turbo Günther. Ja, schnell ist der, ja. Der 1,84 Guard, der Ulmer. Ja, guter Block hier von Denkewil. Stark Denkewil. Von Denkewil. Gut antizipiert. Und dann Günther. Vollgas. Und Ballbesitz. 3,21, 3 vor. Ui, der war nix. Den haken wir schnell ab. Auch er mit Playoff-Bärtchen. Der Spross einer Basketballfamilie. Vater Basketballer, Mutter Basketballer, alle Basketballer. Und das nächste Offensiv. Beide Brüder Basketballer. Alle Basketballer. So, da haben wir das nächste Foul. Ich glaube, das war auch wieder beim Blockstellen. Also die Schiedsrichter ziehen da ihre harte Linie durch. Da weiß man als Spieler zumindest, woran man ist. Fleiß wurde erwischt. Achten Sie in der Mitte auf den Block, den er da stellt. Ja. Ja, kommt ein bisschen zu spät. Da muss er stillstehen, da darf er nicht so sich bewegen, wie er das da getan hat. Nakeville, Swan, oh, gegen Tucker. Da wird er eventuell doch versuchen zu ziehen. Es ist sehr gut verteidigt. Also Tucker ist nicht nur ein guter Offensivspieler, sondern ist auch so fix auf dem Bein, dass er in der Defense und wie hier in der Offense Swan vernaschen konnte. Ja. Da sieht man es doch mal, welche Athletik dieser Kerl hat. Und es ist natürlich klar, dass sie ihn in Bamberg halten wollen, PJ Tucker, obwohl er einige, dritte Foul Bryant, obwohl er einige Anpassungsschwierigkeiten hatte. Das ist natürlich jetzt ein Problem auf Ulmer Seite. Nee, zweite Foul. Das war nicht Bryant. Westerkamp, aber man merkt es ja an jeder Bewegung in der Defensive bei den Ulmern. Zupacken, keine einfachen Körbe, Physis zeigen, Präsenz zeigen, so wie hier. Da, Westerkamp weiß genau, da darf Pleiß nicht hochsteigen. Da muss ich zur Not ihm auf den Arm schlagen. So, Pleiß an der Linie. Der, so wie es aussieht, zukünftige NBA-Profi. Sein Team steht kurz vor dem Einzug ins NBA-Finale. Oklahoma City Thunder
Wolfgang Heider weiß, er verliert einen wichtigen Mann, aber ich denke, das war eigentlich klar. Das ist lustig. Hast du gesehen, er wird Auszeit nehmen. In Amerika kann man als Spieler, als ballführender Spieler Auszeit nehmen. Er ist da in die Falle gelaufen. Hat er einfach, hey. Mach doch mal Auszeit. Hey Coach, I call a timeout. Das geht natürlich in Deutschland nicht. Sehr nett, ja. Dann gibt es Ballbesitz für die Bamberger logischerweise. Wenn er da den Ball nicht losbekommt. Jacobsen. Bryant muss aufpassen. Ey, das war. Das war nah dran. Nah am Foul, um es mal einfach zu sagen. Und Swan völlig daneben, dieser Wurf. Auch das ist durchaus typisch für Swan. Dass wenn er verwirft, das sieht einem oftmals ganz übel aus. Jacobsen. Stark gemacht von Tucker. Was war das für ein Wurf? Im Fall. PJ Tucker. Ja, das wird teuer, den zu halten, wenn man ihn überhaupt halten kann. Da sind natürlich so manche hinterher. Will ein Foul, bekommt einen Freiwurf noch dazu und wir sehen das hier nochmal. Ja, kann man ihm nicht verübeln, dass er da denkt, ich bin gehalten worden. Hier von Swan nochmal, schwer zu erkennen. Der Wurf jedenfalls sensationell. Bamberg führt mit einem. 2 Minuten noch zu spielen in der ersten Hälfte. Das kann jetzt im Moment dauern, weil dort, wo sich zwei schwitzende Athleten hingeschmissen haben, da ist ordentlich feucht jetzt am Boden. Und das muss natürlich erst einmal erledigt werden. Ja, ihm ist trocken von innen. Chris Fleming. Und da sehen wir die Bank der Ulmer. Sind ja auch eigentlich recht gut besetzt. Planen natürlich schon längst fürs nächste Jahr. Mal sehen, ob diese Erfolgsgeschichte, von der sie sagen, das ist erst der Anfang, ob die fortgeschrieben werden kann. Was für eine Saison für Ratio Farm Ulm war das eigentlich, bitte? Foulspiel Jenkins an Günther. Mal schauen, sind das schon Freiwürfe? Ja. Aber auch das kostet natürlich Kraft, diese Foul zu nehmen und immer wieder sich aufraffen zu müssen, diesen Block hart anzugehen, damit man den Ball überhaupt bekommen kann. Das kostet Kraft und das würde gleich die Kraft sein, die Per Günther am Ende wirklich braucht noch. So, doch noch keine Freiwürfe, erst ab dem nächsten Foul. Da waren sie sehr schnell auf dem Scoreboard mit der Foulanzeige. Sehr engagiertes Spiel von Per Günther, klarer Anwärter auf die Point Guard Position in der deutschen Nationalmannschaft. Er war ja der Streichkandidat beim letzten großen Turnier. Er wurde als letzter gecuttet. Das wird ihm hoffentlich dann nicht nochmal passieren. So, Nenkewil und Tucker wieder mit exzellenter Defense. Und er weiß, wie stark er dann im Ballvortrag ist und kann nur per Foul gestoppt werden. So, jetzt sagt Günther, das kann nicht wahr sein, das war eher Doppeldribbling von Tucker. Also hier sehen wir's. Klaut er schon mal den Ball. Oh ja. Oh ja. Er hat den Ball aufgenommen und wieder gedribbelt. Ja genau, er wollte passen, aber hat dann gesehen, dass Julius Jenkins eben zugemacht hat. Und dann hat er schnell noch ein zweites Dribbling gemacht. Ja, da hat Günther vollkommen recht, dass er sich da bei den Schiedsrichtern beschwert. Das war eine Fehlentscheidung, aber es geht schon mal was durch. Gerade so eine raffinierte Geschichte von Tucker. Viel an seinem Wurf gearbeitet im Laufe der Saison. Wir mussten ihm beibringen zu werfen, richtig, mehr zu werfen, haben die Bamberger gesagt. So, der passt. Das heißt, es bleibt knapp, aber Bamberg ist vorne mit 3. Und wieder viel Druck auf den ballführenden Spieler. Und das ist immer das große Problem, dann aus diesem Halbfeldspiel heraus für die Ulmer zu guten Würfen zu kommen. Weil die Bamberger das so exzellent verteidigen. Griffin,
Auch das ein schwieriger Wurf. Tucker macht das wirklich sehr gut an den kleinen Spielern. Hat genau die richtige Entfernung zum Gegenspieler. Er ist auch groß genug, um dann mit seinen langen Armen und seiner Sprungkraft den Wurf nachhaltig zu stören. Jenkins. Das wäre es jetzt für die Bamberger gewesen, so kurz vor der Pause einen nachzulegen. Das wäre psychologisch von Vorteil. Pleiss mit dem Block, wollte ich sagen. Aber es ist dann doch das Foul gegen Nankivell. Und das scheint eine klare Sache gewesen zu sein. Ja, da steckt er voll auf den Unterarm. Zweite Foul für Pleiss. Das ist noch nicht das Spiel bisher vom Nationalcenter. Das ist ein sehr schnelles Spiel, sehr, sehr aufgeregt, viel Hektik im Spiel. Und das ist für die langen Spieler meistens sehr schwierig, weil sie dann immer einen Schritt zu spät kommen. Sie sind nach vorne laufen, da ist der Ball schon wieder in die Gegenendbewegung. Es ist für große Spieler immer schwierig, in so einem schnellen Spiel, das die Ulmer ja auch bevorzugen, zu spielen. So, die Ulmer an der Linie. Das haben wir noch gar nicht so häufig gesehen. Zwei von vier, der die Quote... Und der schöne Stil, Pass von Esterkamp. Und jetzt natürlich Platz hinten. Genau bei dem, den Esterkamp verteidigen soll. Jacobsen. Und sie haben das sehr gut vom Timing der Zeit auch gemacht. So haben sie nochmal die Chance, im letzten Angriff den Ball zu bekommen. Weil jetzt noch 38 Sekunden auf der Uhr sind. Bamberg mit 5 Punkten vor. Was für dieses Spiel viel ist. Oh, ein... Ein riskantes Anspiel auf Bryant, der auch ein bisschen die Kontrolle verliert. Und damit haben die Bamberger jetzt eine richtig gute Chance, mit diesem letzten Angriff sich sogar ein kleines Polster zu verschaffen. Jenkins, der durchaus hier den eigenen Wurf kreieren kann. Und Gavel zeigt unten an, warte. Und jetzt, das ist das Go von Gavel zum Blockstellen. Jenkins für 3. Oh, und Slaughter hat sich auch da verletzt. Ja, 4 Sekunden noch auf der Uhr. Und er wird ermahnt wegen Flopping. Das heißt, ja, er hat nur so getan, als ob. Das schauen wir mal jetzt hier, was passiert. Links am Bildrand. Er läuft. Und... Jetzt fällt er irgendwann. Er wird schon weggeschubst von Nankivell. Er verdreht sich auch das Knie so ein bisschen. Er hat so einen falschen Schritt. Ich meine, da muss man nicht noch eine Mahnung für bekommen. Also, Flopping war das nicht. Das war Schubser von Nankivell. Aber wurscht, egal. 4,1 Sekunden für diesen Angriff, für die Ulmer. Das wird in einer Auszeit noch besprochen werden, was da passiert. Das sehen wir gleich. Ich habe ihn gefunden. Meinen Traumtypen sieht total gut aus und ist so zuverlässig. Der macht alles für mich. Und massieren kann der. Sogar den Beifahrer. Gesucht, gefunden. Der Citroën C4 Selection mit Massagesitzen, Parkassistent und vielem mehr. Und wie alle Selection-Sondermodelle mit 0% Finanzierung. Citroën. Kreativtechnologie. Leidenschaft, Technik, Teamgeist. Wir stellen uns dem sportlichen Wettbewerb. Brose, Technik für Automobile. 40 Jahre Honda Civic. Das Jubiläumsangebot. Ab 13.590 Euro, 3.360 Euro Preisvorteil und 0% Finanzierung. Honda, the power of dreams. Letzter Angriff, 4 Sekunden. Er ist auf 5 Sekunden vorgestellt worden. Und wir sind sehr gespannt, wer es machen wird bei den Ullmann. Sie haben... Ab 5 Sekunden ist immer ein Zeichen dafür, dass der ballführende Spieler viele Entscheidungsmöglichkeiten hat. Das ist Tommy Mason Griffiths hier. Er wird natürlich versuchen, dann selber zum Korb zu ziehen oder vielleicht dann eben ihre Schützen zu finden. Da ist Esterkamp natürlich, der jetzt den Ball einwirft, zu nennen oder eben auf der anderen Seite Bates. Oder Torwart. Was macht der daraus? Den hat man gar nicht auf der Uhr. Kein Foul,
Und stattdessen gibt es sogar noch die Möglichkeit. Das sind 5 Sekunden. Man hat einen Wurf unter der eigenen Grundlinie. Und der einzig wirklich beständige Ballführer läuft weg. Ja, das war irgendwie... Und dann muss Torbert den Ball gegen Jenkins da vorne bringen. Komisch. Das war irgendwie nicht sauber ausgeführt. Das war sicherlich auch so nicht geplant. Diese letzten Sekunden, das heißt, die Bamberger geben eine 8-Punkte-Führung in die Halbzeit. Wir gehen ganz schnell runter zu Julia Schaaf. Da sehe ich schon, Per Günther ist bei ihr. Julia, bitteschön. Ja, Per Günther, ihr habt euch vorgenommen, heute besser zu starten als im ersten Spiel. Ihr seid definitiv besser gestartet. Jetzt liegt Bamberg vorne. Wie könnt ihr das nochmal umbiegen? Wir müssen viel ähnlich machen wie in der ersten Halbzeit. Wir haben auf dem richtigen Energielevel gespielt, haben leider immer noch ein paar mentale Kollapse in der Verteidigung gehabt. Und das darf uns nicht passieren. Ich meine, es ist, glaube ich, ein Punkt, anderthalb Minuten vor Schluss. Und dann müssen wir smarter sein. Wir spielen sehr hart heute, aber nicht besonders klug. Das Doppeldribbling von Tucker, was die Schiris nicht gesehen haben, ärgerlich oder muss man jetzt abhaken? Ja, ich denke, die hatten einen schlechten Winkel oder eine schlechte Perspektive. In einem Fastback kann sowas passieren. Dankeschön. Dann freuen wir uns auf eine gute zweite Halbzeit, liebe Zuschauer. Wir machen eine kurze Pause und melden uns dann hier mit dem zweiten Finale der BKO BBL Ulms gegen Bamberg. Bis gleich. Genießen Sie das Basketballspiel mit BKO. Das Motorsport-Highlight auf Sport 1. Die schnellste Formel-Rennserie in Deutschland. Die Exklusivmotoren von Volkswagen, Push-to-Pass und eine neue Chassis-Generation machen diese Rennserie interessant und spektakulär wie nie zuvor. Das Sprungbrett in die Formel 1. Heute schon die Stars von morgen sehen. Der ATS Formel 3 Cup. Samstag live auf Sport 1. Fußballfans, aufgepasst! Gewinnt ein Wochenende mit 3 Freunden, das in eure ganz persönliche Fußballgeschichte eingehen wird. Gewinnt das Hasseröder Männercamp Doppelpass. Besucht nach einer sportlichen Herausforderung die Allianz Arena. Mit exklusiver VIP-Führung. Und eigener Loge. Um ein EM-Spiel zu schauen. Und seid am nächsten Tag meine Gäste beim Hasseröder Doppelpass. Freut euch auf ein Wochenende mit allem, was man braucht. Macht mit auf hasseröder.de und klickt auf Männercamp Doppelpass. Wir freuen uns auf euch. Yourphone.de. Kostenlos ins Festnetz und alle Handynetze. Kostenlos ins Internet. Nur 19,90. Gleich bestellen unter yourphone.de. Der Motor ist die kleinste, größte Revolution, die 2012 unter die Haube kommt. Die Durchzugskraft ist beeindruckend. Mit 4,9 Litern auf 100 Kilometer der sparsamste Benzinmotor in der Kompaktklasse. Der neue 1,0 Liter EcoBoost Motor im Ford Focus. Lust auf was Leckeres? Neu! Online bestellt mit Lieferheld. Entdecke jetzt die riesige Auswahl an Lieferdiensten in deiner Nähe. Wähle einen Lieferservice aus, checke die Kundenbewertungen und stell dir dein leckeres Wunschmenü zusammen. Jetzt einfach essen, online bestellen auf lieferheld.de. Essen ist da. Auch als kostenlose App. Was machst denn da, Schatz? Ich design uns Klamotten mit Spreadshirt. Pass mal auf. Wow. Deine Klamotten, deine Kreation. Spreadshirt.de. Endlich. Die Nummer 1 aus Belgien und Holland. Triggerfinger, I Follow Rivers. Die Single jetzt überall. Neu von Sinju, die einfachste Allnet-Flat aller Zeiten. Für sensationelle 19,90 Euro im Monat. Kostenlos ins deutsche Festnetz telefonieren, in alle Handynetze und grenzenlos im Internet surfen. Die Sinju Allnet-Flat für 19,90 Euro. Dazu Smartphones ab 0 Euro. Jetzt auf sinju.de, weil einfach, einfach, einfach ist. Den Moment. Heute ein König. König Pilsner. Und, Herr Meier? Gefällt Ihnen das Modell? Läuft.
Gut beraten mit EP, Hisense LED-Fernseher mit Full HD 3D zum Knallerpreis. Mehr unter ep.de. EP und läuft. Stiftung Warentest hat 11 Einbaugeschirrspüler getestet. Testsieger wurde die Marke Beko mit Wechselspültechnik. Beko Hausgeräte. Ausgleich in der Finalserie der Beko BBL. Momentan steht es 39-47. Also 8 Punkte sind sie hinten, aber die Ulmer haben viel, viel besser begonnen als im ersten Spiel in Bamberg. Waren hochkonzentriert zu Beginn, haben lange geführt. Die Führung wechselte dann erst ganz kurz vor Schluss. Und in der letzten Minute haben die Bamberger dann nochmal 6 Punkte gemacht, kamen dann zurück ins Spiel und sind deshalb jetzt der Führende in der Pause. Also, es ist ein enges Spiel. Es ist wirklich ein richtig heißes Spiel auf dem Parkett. Hier unglaublich tolle Stimmung, Finalstimmung in Ulm. Und wir machen noch mal eine kurze Pause, melden uns dann zurück mit einer kurzen Analyse mit unserem Experten Stefan Beek. Und dann geht es in die zweite Halbzeit. Und die wird richtig spannend, da bin ich mir ganz sicher. Also, bleiben Sie dran. Stiftung Warentest hat 11 Einbaugeschirrspüler getestet. Testsieger wurde die Marke Beko mit Wechselspültechnik. Beko Hausgeräte. Der neue Peugeot 208. Jetzt ab 99 Euro im Monat. Dazu das erste Jahr Versicherung zum halben Preis. Und das dritte Jahr Anschlussgarantie geschenkt. Die Nummer 1 aus Belgien und Holland. Triggerfinger, I Follow Rivers. Die Single jetzt überall. Ein Steinschlag kann schnell zum gefährlichen Riss werden. Aber haben Sie immer Zeit für die Werkstatt? Bestellen Sie einfach den mobilen Service von Carglass. Wir reparieren auch vor Ort in perfekter Qualität. Spezialharz HPX3 initiieren, aushärten, veredeln. Fertig. Auch der mobile Service von Carglass ist dank Ihrer Versicherung kostenlos. Jetzt anrufen. Carglass repariert. Carglass tauscht aus. Sie sind Freunde. Ein eingeschworenes Team. Bis Ihr Land nach Ihnen ruft. Deutschland. Frankreich. Spanien. Freundschaft gilt fürs Leben. Der Sieg für die Ewigkeit. Willkommen in der größten Sportwettenarena der Welt. B-Win. Neu von Sinio, die einfachste Allnet-Flat aller Zeiten. Für sensationelle 19,90 Euro im Monat. Kostenlos ins deutsche Festnetz telefonieren, in alle Handynetze und grenzenlos im Internet surfen. Die Sinio Allnet-Flat für 19,90 Euro. Dazu Smartphones ab 0 Euro. Jetzt auf simio.de. Weil einfach, einfach, einfach ist. Sie finden das Reinigen der Zahnzwischenräume umständlich? Dann probieren Sie den Philips Sonic Hair Airfloss. Die einfache und schnelle Reinigung der Zahnzwischenräume. Für ein absolut sauberes Mundgefühl. Jetzt ohne Risiko testen. Mit der 28-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Der Sommerhit aus Rumänien. Mandinga mit Zaleila. Jetzt als Download. VHV präsentiert. Gut, wenn man versichert ist. Besser, wenn man von Experten versichert ist. Haftpflicht ab 4,61 Euro. VHV-Versicherungen. Referee gets the final on the way. A sweeping pass out to the wing. And that's superb technique to bring the ball down. Well, no foul, so what's wrong with the number 10? The Dutch again surging forward. Lovely backheel pass. The defender has committed himself. In comes the cross. There's a tug in the box. And the referee points to the spot.
starts his run-up. But he goes down completely. Das Leben ist ein Spiel. Bettetum.com. Unser Szene-Lokal. Unser Schützenfest. Hier kommt einfach alles Gute zusammen. Wernes Grüner. Alles im grünen Bereich. Alles. Im Juni auf Sport 1. MotoGP Live. Mann, macht das Spaß! Mit den Rennen in Silverstone und Assen. Tennis Live. Und der ist drüben! Die Topstars zu Gast in Deutschland bei den Gary Weber Open 2012. Alles rund um die Fußball-Europameisterschaft. Der Hasseröder EM-Doppelpass. Und täglich alle News in EM aktuell. Das ist der Juni auf Sport 1. Wie reagiere ich denn da? Haben die sich auch anders vorgestellt? Das glaube ich jetzt überhaupt nicht. Wir sprechen Fußball. Der Kult-Talk rund um die Europameisterschaft. Der Hasseröder EM-Doppelpass. Sonntag 11 Uhr. Live und exklusiv auf Sport 1. Genießen Sie das Basketballspiel mit Beko. Zurück in Ulm in der Ratiofarm Arena. 39:47 steht es hier zwischen Ulm und Bamberg. Die Bamberger sind als Führende in die Pause gegangen, aber trotzdem, die Ulmer haben richtig stark begonnen. Viel besser als im ersten Spiel. Stefan Weg, unser Sport-1-Experte. Ja, die haben einfach viel stärker begonnen, haben ja dann auch lange geführt. Man hat das auch an der Körpersprache gesehen. Woher kommt das? Ist das allein die Atmosphäre hier in der Halle oder auch die Blamagen ein bisschen in Bamberg? Es war sehr laut schon vor dem Spiel und dann hat die Mannschaft aber genau das gemacht, um die Zuschauer noch mehr ins Spiel zu holen. Sie hat mit unglaublich viel Intensität gespielt, auch mit Foul, das gehört zum Spiel dazu, hat es den Bamberger nicht einfach gemacht, immer eine Hand am Ball gehabt, mal ein bisschen mehr gedrückt als die Bamberger, also genauso muss man, wenn man um alles oder nichts spielt, spielen. Die Ulmer sind ja auch besser zum Korb gezogen, das hat in Bamberg auch noch nicht so gut geklappt, da haben sie Kerl Günther gut aus dem Spiel genommen. Was hat er heute besser gemacht? Also das ist genau das, der Punkt der Ulmer, der in Bamberg gefehlt hat. Wenn man so viel Druck am Ball bekommt, dann kann man auch mal vorbeidribbeln, muss den ganzen Weg zum Korb gehen, um die ganze Defense zu strafen. Das hat der Günther gemacht, das hat Esterkamp gemacht, das hat Swan und Mason Griffiths gemacht. Das ist das Ulmer Spiel und dann können die anderen auch besser spielen. Die Ulmer hatten auch die Dreier der Bamberger heute besser im Griff. Am Sonntag im ersten Spiel waren das 14, die Bamberger getroffen haben. Heute hat es 14 Minuten gedauert, ist überhaupt der erste Spiel. Was machen Sie da gut? Also, wenn man sieht, dass beide Mannschaften eigentlich identische Statistiken haben. Rebounds, Steals, Turnovers, ist alles ziemlich gleich. Also hohes Niveau und hohe Intensität. Und es hat, glaube ich, bis 4 Minuten vor Schluss der ersten Halbzeit gedauert, bis Bamberg den ersten Dreier getroffen hat. Aber sie sind jetzt schon wieder 4 von 10 und das ist der Unterschied. Ein bisschen bessere Trefferquote der Bamberger. Michel Tacker, der hat ja auch ein gutes erstes Spiel gemacht. Der hat sich dann hier auch nochmal richtig reingehängt. Der hat einmal im Liegen getroffen. Auf den müssen Sie richtig aufpassen, oder? Also Tacker, der brennt, der glüht in jedem Spiel. Ich glaube, der glüht auch in jedem Training. Wenn der hinten einen Rebound holt und dann nach vorne dribbelt und mit einer wirklich Brachialgewalt nach vorne geht, dann kann man sich sehr schwer in den Weg stellen oder ihn nur mit Foul stoppen. So, Stefan, jetzt musst du auch richtig sportlich werden. Du musst nämlich hochspringen zum Kommentatorenplatz. Genau, gib mir gleich dein Mikro und renn hoch. Und liebe Zuschauer, wir geben schon mal ab zu Ihrem Kommentator Mike Körner, der kommentiert für Sie die zweite Halbzeit zwischen Ulm und Bamberg. Viel Spaß! So, da geht's wieder weiter. Ja, diese Bamberger, das ist schon eine faszinierende Mannschaft. Sie spielen gar nicht so gut wie in Spiel 1. Die Ulmer spielen deutlich besser.
und Bamberg führt mit 8. Das ist die Geschichte dieser Mannschaft, die einfach so unglaublich ausgeglichen besetzt ist. Dann von der Bank Spieler wie Jenkins, wie Schubut einfach so breit aufgestellt ist. Das fällt gar nicht auf, dass heute ein Fleiß nicht so präsent ist, dass man wenig sieht von Jacobsen. Trotzdem haben sie fast 50 Punkte wieder gemacht und sind einfach eine unglaublich präsente Mannschaft, die auf alles immer eine Antwort weiß. So, dann schauen wir mal in der zweiten Hälfte auf die Bamberger Aufstellung und sehen, da ist eigentlich alles so wie gehabt. Ich will sagen, die Starting Five von Spielbeginn und es ist auch bei Ulm alles so wie gehabt. So, und da ist tatsächlich Stefan eingetroffen. Da sind ein paar Stufen hier hoch. Hechel. So, hier bin ich. Wie ist das da von der Kondition? Nicht mehr so wie in alten Zeiten, aber es geht noch, oder? Ich habe mich kurz überlegt, ob ich nicht den Treppenlift nehmen musste, aber hat denn noch gereicht. Also, los geht's in Rot. Die Bamberger für den Fall, dass sie jetzt hineingesetzt sind. Sie haben eine wirklich gute erste Halbzeit verpasst, aber wenn es so weitergeht, dann liegt ja immerhin noch eine sehr gute zweite Halbzeit vor ihm. Bamberg im Ballbesitz, die Ulmer brauchen die gleiche Intensität wie in der ersten Hälfte und Pierre Günther hat es sehr schön formuliert im Interview. Wir haben nicht so klug gespielt, das müssen sie ändern. Gavel, der flachste Dreier der Liga. Das ist keine Wurfkurve, das ist eine Wurfgerade. Aber auch nicht der schlechteste, nicht die schlechteste gerade. Das ist schon mal direkt das Ausrufezeichen für alle hier in Ulm, dass die Bamberger sehr präsent aus der Halbzeitpause gekommen sind. Günther, da hat er, glaube ich, gehofft, dass Bryant mit einspringt. Und dann das Foulspiel von Esterkamp an Tucker. Er ist nicht zu stoppen. Wenn er mit Anlauf auf dich zukommt, dann ist er nicht zu stoppen, weil er auch gut mit dem Ball ist. Er kann die Richtung noch im letzten Moment ändern. Hier ein kleiner Schritt zur Seite. Da kann Esterkamp sich nur noch davor schmeißen und hoffen, dass er sich nicht verletzt. Das ist gerade noch eine faire Geste von Tucker hier. Weil er weiß, er hat Swan da sicherlich ein bisschen wehgetan. Ja, Tucker, das Match-up-Monster für jeden Verein in der BKO BBL. Es gibt, glaube ich, keinen Spieler der Liga, wo man sagen müsste, ah ja, der spielt gut gegen Tucker, der ist dafür geeignet. Er kreiert Match-up, also Gegenspielerprobleme bei jedem Gegner. Aber er kann auch mehrere Positionen spielen. Er kann wirklich von 2 bis 4, also wenn gar kein Center mehr da ist, könnte er sogar unter dem Korb spielen. Also er ist wirklich unglaublich variabel, schnell, stark und ballsicher. Und kann auch noch schießen. Was habe ich vergessen? Rebound. Spielt gut verteidigt und reboundet exzellent. Und wahrscheinlich erzählt er auch noch die besten Witze in der Kabine. So, jetzt sehen wir, wie die Bamberger wieder Druck aufbauen. Ist schon lebe jung. Wie schwer es ihnen gemacht wird, aus der eigenen Hälfte rauszukommen. Sie brauchen jetzt sofort Erfolgserlebnisse. Sie müssen zurück in dieses Spiel finden. Und das ist nicht so einfach, hier die freien Positionen zu finden. Bryant gegen Pleiss. Da kommt die Hilfe von 2 Leuten. Pleiss mit dem Block. Warte mal, kurz das falsche Passwort genannt. Access denied, aber dann noch wirklich gut recovered. John Bryant auf dem College hat er noch 175 Kilo gewogen. Jetzt sind es 50 weniger. Oh, Pleiss. Und der Brian Roberts wird sagen, ey, das war ein Pass vom Brett. Wahnsinn. Ja, so einfach sieht das dann oft aus, wenn ein 2-15-Mann da aufräumt unterm Korb. Swan gegen Gavel. Esterkamp gegen Jacobsen. Und Bryant, da hat er schon so gut gearbeitet beim und Rebound. Schon geht Tucker wieder nach vorne. Komischerweise gegen Günther. Oh. Da gibt es dann die zweite Variante. Ihn erst sich zurechtstellen, den Gegner. Und dann der explosive Schritt um Günther herum. Wir sehen das hier nochmal. Schauen Sie mal auf die Bewegung. Per Günther hat es auch gesagt, er nimmt natürlich seine Hand. Ja. Wenn der Schiedsrichter ganz kleinlich ist, dann kann er das als Hooking, als Haken, Einhaken pfeifen, weil er dann natürlich sich einen Vorteil verschafft, indem er seinen Gegenspieler wegschiebt. Fleiß, den kann er. Den hat er im ersten Spiel oft gezeigt. Das ist eine unglaubliche
Fähigkeit, wenn ein 2,15, wenn ein schönes, weiches Handgelenk hat und einen guten Distanzlauf hat. Das ist so wichtig. Esterkamp. Man merkt wieder, wie schwer es dem Ullmann gemacht wird hier. Da wird gezogen und der schafft es doch, den Wurf loszukriegen. Es ist das Mittel, wenn alle im Passweg stehen, alle anderen vier Bamberger verhindern in den Idealspielstationen. Mein Verteidiger geht ganz nah drauf, dann muss ich zum Korb ziehen. Und hier mit Erfolg. Oh oh. Oh oh, zu schnell. Es ist kein, gegen den Kerl ist kein Kraut gewachsen heute. Unglaublich, ne? Man könnte ja meinen, Mensch, Wahnsinn. Da muss doch irgendwie jetzt hier mal, in dem Fall der schon 2 Meter Abstand und wupp und trotzdem schafft er es vorbei. So unglaublich schnell. Da sieht Watts aus als wie ein kleiner Schuljunge. Aber der ist einfach so schnell. Das ist Wahnsinn. Jacobs, der Blick zu Pleiss. Ja, das macht er richtig gut. Haben wir gesehen, wie viel Raum er da mit einem Schritt holen kann. Und dann ist es eine fast einfache Bewegung. Günther. Da passt Watts auf. Sehr präsent. Beim Rebound und im Tipp dann. Aber was wir jetzt sehen, ist, dass die Ulmer Verteidigung bei weitem nicht so bissig und so präsent ist wie am Anfang der ersten Halbzeit. Wir sehen, Per Günther stand am Anfang des Spiels wirklich in der Hose von seinem Gegenspieler, der mit auf die Toilette gelaufen wäre, wenn er hingelaufen wäre. Und jetzt hat er auch 2 Meter Abstand. Das heißt, es ist schon ein bisschen diese Müdigkeit, die sich bereit macht. Watts versucht zu ziehen. Und dann geht es wieder schnell. Tucker, der Unstoppbare. Mit 2 Mann versuchen sie es jetzt. Roberts und Cavell. Da reicht eine Finte. Zu einfach der Wurf. Einfach zu einfach. Ja. Aber die Bamberger kommen jetzt viel, viel einfacher in ihre Situation. Und der Druck der Ulmer ist nicht so groß wie in der ersten Halbzeit. Esterkamp mit dem Blick zu Bryant. Aber Pleiss verteidigt ihn von vorne. Kein Anspiel möglich. Jetzt doch. Und dann die beiden Best-Center in der Beko BBL im direkten Duell. Bryant. Sehr schwierig zu lösen für John Bryant, aber extrem gut gelöst. Ein sehr schwieriger Wurf, denn über die ausgestreckten Arme eines 2,15-Manns hinwegzuwerfen, das ist nicht einfach. Mein Gott. Und Tucker legt sich jetzt Watts aber schon schön zurecht. Da sehen wir es wieder, wie schnell. Und dann kommt natürlich das Foul. Er sieht die Füße und es sieht aus, als wären die Füße von Watts angetackert auf dem Boden. Er kommt da gar nicht mit. Ja, er ist durchaus ein Kandidat heute für den Man of the Match, der PJ Tucker. Unsere Aktion bei facebook.com/BKBBL, wo Sie den besten Spieler des Spiels wählen können. Er wäre einer. So, jetzt müssen die Ulmer aufpassen. Jetzt müssen sie schnell versuchen, den Rückstand in den einstelligen Bereich zu bekommen, um so ein bisschen wieder reinzufinden, vom Kopf her, in dieses Spiel. Schuffert mit dem schnellen Foul an Günther. Bamberger bisher noch kaum Fouls verteilt in diesem Viertel. Das war tatsächlich das erste. Obwohl sie mit so viel Druck in der Defense spielen. Ja, da waren die Hände ein bisschen zu eifrig im Einsatz bei Tibor Pleiss. Große Baskets Nummer 21, Tibor Pleiss, drittes Foul. Sein drittes Foul. Ja, John Bryant und Tibor Pleiss beide mit 3 Fouls jetzt belastet. Also sie schenken sich nichts. Ja, aber selten, dass sie sich gegenseitig faulen. So. Die Ulmer mit dem Versuch, wieder Bryant ins Spiel zu bringen. Aber Pleiss macht das tapfer da von vorne.
Watts, was hat er sich dabei gedacht? Ich glaube, er hat sich gar nichts dabei gedacht. Er wollte irgendwie durch die Beine mit Bodenpass zu Bryant spielen. Jacobs, Bamberger haben die Ulmer genau da, wo sie sie haben wollen. Das ist Bamberger Basketball jetzt. Wenn sie die Würfe machen, dann hätte es hier schon ganz anders aussehen können als nur 13 Punkte. Bryant für 3. Bleiben sie im Ballbesitz. Günther für 3. Und der Pass. Vielleicht ist das dieser kleine Weckruf jetzt bei den Ulmern. 10 Punkte, der Rückstand nur noch. Endlich war ein Dreier. Bamberger haben ein bisschen zu viel liegen lassen. Jacobs. Und auch wenn es so wahnsinnig schwierig ist, die Intensität, über die wir so viel geredet haben, zu halten. Aber sie ist die Basis, sie ist das Fundament, um gegen das Fleming-Team hier bestehen zu können. So, Slaughter kommt für Pleiss bei den Bambergern. Und Tada kam auch für Gavel. Und es ist für Fleming natürlich relativ einfach, die Intensität hochzuhalten, wenn man einen Carsten Tada ins Spiel bringen kann. Was machen die Ulmer? Sie wirken ein bisschen müde, sie wirken ein bisschen angeschlagen, aber man merkt, dass sie unbedingt wollen. Günther geht voran. Er stemmt sich wirklich dagegen. Jetzt dieser Dreier hat ihm nochmal Mut gegeben. Den Mut, vor allem die Kraft, die es braucht, auch dieses Foul zu ziehen. Ich habe ja eben gesagt, dieses Foul zu kassieren kostet schon Kraft. Aber auch das hier, immer wieder gegen diesen Widerstand anzugehen und reinzugehen, das Foul zu ziehen, das ist echt Schwerstarbeit für Per Günther heute. Aber es gibt immer noch keine Freiwürfe, eben weil die Bamberger sich mit Fouls ja zurückgehalten haben. Ulmer jetzt wieder ohne Bryant. Aber Nenki wieder den ja hervorragend vertreten im ersten Viertel. Und von draußen Swan. Der nächste Dreier. Und natürlich die Zuschauer, sie klammern sich an die Hoffnung, dass sie ihre Mannschaft zurückfinden in den Spiel. Und es sind nur noch Season. Günther geht oben rum um den Block. Jacobs. Slaughter gegen Watts. Kein Foul. Gesunde Härte. Keine Autopsie, kein Foul. Da sehen wir hier den Einsatz von Watts. Oh, schön mit beiden Händen noch gedrückt. Das am Ende war kein Foul. Vorher vielleicht. Ja. Auch egal. So, wenn jetzt der nächste Dreier kommt, dann reißt sie hier die Halle ab. Aber Günther reicht nach 2. Und damit haben wir wieder ein richtiges Basketballspiel. 5 Punkte Rückstand nur noch. Per Günther nimmt seine Mannschaft wieder zurück. Fleming nimmt die Auszeit. Bryant gegen Pleiss. Das Center-Duell. Was gar nicht entscheidend ist für dieses Spiel. Entscheidend ist die Intensität. Und mit der kommen wir gleich zurück. I love it 'cause it's helping me. I love it 'cause it sets me free. I love it, it makes me happy. It is cooking, it is freezing, and it's cleaning. Oh, oh, because. Da sehen wir nochmal diesen Willen auch von Günther hier voranzugehen, seiner Mannschaft den nötigen Schub zu bringen. Der 1,84 Mann, unglaublich flink auf den Beinen. Und jetzt ist es mit seiner Aufgabe,
für den nächsten Schritt zu sorgen. Es sind nur noch 5 Punkte Rückstand. Ja, wir haben zum ersten Mal was im Bamberger Spiel gesehen, was mir vorher nicht so richtig bewusst geworden ist. Ohne Tucker im Spiel krankt auch das Bamberger Spiel, aber jetzt sofort wieder aufs Feld gebracht worden. So, dann haben wir Swan mit dem Foul an, Tada. Ja, sofort kommt Günther dazu, bespricht doch mal das Abwehrverhalten. Was da nicht ganz in Ordnung war. Tada geht an die Linie. Ein Spieler, der sicherlich sehr begehrt sein wird. Die Bamberger werden sicherlich weiter mit Tada arbeiten wollen. Im nächsten Jahr gibt es ja die Vorschrift, 6 Deutsche im Kader zu haben. Aber auch ein Spieler, der sich unglaublich entwickelt hat. Er ist bei weitem nicht mehr dieser eindimensionale Spieler und nur reinkommt in Verteidigung, sondern er setzt Akzente, er zieht Fouls. Ganz wichtig jetzt hier auch gegen Swan zu ziehen an seiner Position und das Foul anzuhängen. Also es ist ein kompletter Spieler geworden. Günther für 3. Und der ist mehr als nur komplett. Jetzt will er es hier zu seinem Spiel machen. Jetzt will er mal ganz kurz im dritten Viertel für sein Team vorangehen. Foulspiel abseits vom Ball von der Nummer 32, also Dane Watts. Der Dreier von Günther. Da lohnt auch mal der Blick auf die Statistik über die Playoffs gesehen. Eine Dreierquote bisher von 64%, was sehr stark ist bei Per Günther. Watts geht. Und was seinem Spiel ungemein hilft. Er ist so klein und so schnell. Die Spieler können jetzt nicht mehr Abstand halten, weil sie wissen, er schießt auf gut 3 Punkte. Ja, und dann kann er eben noch schneller vorbeigehen, wenn die Spieler rauskommen. Klasse Spiel heute wieder. Auch wirklich unermüdlich. Tada macht die Freiwürfe. Bamberg führt mit 6. Günther Bryan stellt den Block. Da kommt die Hilfe. Das ist jetzt sehr schwer für Günther. Da sagt er Schrittfehler, der Schiedsrichter. Mein Fehler. Er hat sofort alle Schuld auf sich. Schauen wir mal. Ja, ich denke, das ist in Ordnung. Das geht so nicht. Schuppert. Gavel wartet raus, ganz frei. Oh, ist der dritte einfache für Gavel, den er daneben macht. Und das nächste Foul im Spiel. Ja, Gavel ist natürlich stinkig, denn jetzt geben sie ihm schon die freien Würfe. Sein Gegenspieler hilft mit aus hinten. Naja, doch, das Foulspiel von Esterkamp. Immerhin voller Einsatz. Da sehen wir Gavel angehen. Wirklich guter 3-Punkte-Schütze. Und den wurmt das so sehr, dass er hier die freien Chancen nicht nimmt. Esterkamp, 4. Foul. Slaughter an der Linie in den Playoffs, 60% seine Quote, was nicht besonders toll ist. Und hier liegt er auch beide daneben. 1,55 noch im dritten Viertel. Es ist das Viertel der Ulmer bisher. Auch wenn sie insgesamt nur einen Punkt aufholen konnten vom Halbzeitrückstand her. Wow. Günther, wow. Wow. Bleibt doch dabei. Und dann Tucker mit dem Block. 0 auf der Uhr. Ja, aber ja. Das war eine Legende. Bob Cousy für die Boston Celtics. Der hat das auch früher gemacht. Ist ausgerutscht, hat weiter gedribbelt. Technisches Foul. Gegen beide aber. Ich glaube, beide haben das Technische bekommen. Und dann würde das bedeuten, dass passiert gar nichts. Die beiden Fouls heben sich, also heben sich gegenseitig auf. Die Spieler sind natürlich belastet, aber es gibt einfach nur einen Wurf Bamberg. So, da sehen wir es hier. Hopp. Da kommt Günther.
So, und jetzt kommt Beetz, ist das? Ja. Die beiden, die einander raten. Naja, ich meine, Beetz macht da nicht richtig viel. Er gewährt BJ Tucker ein Ohr sozusagen. Ich weiß nicht, warum man da technisch ist. Nee. Aber wenn, dann ist es Tucker, der das technisch verdient hat. Seltsam, aber gut. Hilft ja nichts, Entscheidung ist gefallen. Es gibt Einwurf für Bamberg, 1:32 noch im dritten Viertel. Dann mit Tucker gegen Beetz. Slaughter, Gavel. Schrittfehler. Da war Slaughter einen Schritt zu viel. Da muss er schon werfen dann. Also eine Korblinger-Bewegung rausmachen. Er hat erst den Ball in den Händen gehabt und dann zwei Schritte gemacht. Er muss den Ball praktisch in der Luft annehmen im Sprung und kann dann diese beiden Kontakte setzen. Aber du kannst den Ball nicht fangen und dann zwei Kontakte machen. So, Swan auf der anderen Seite. So ein bisschen wieder die Luft raus im Ulmer Spiel, weil die Bamberg natürlich auch mit allem, was sie haben, da verteidigen. Wieder Tada, der sich auf den Ball richtig draufstürzt. Sprungballsituation bedeutet in dem Fall Einwurf für die Ulmer. Aber es ist halt immer noch eine wahnsinnige Intensität im Spiel. Jeder Spieler schmeißt sich nach allem, was auf dem Boden liegt, schon Wahnsinn. Und Carsten Tada wirklich mit vielen Spielanteilen, weil er es verdient hat, hier zu spielen. So, es muss noch mal gewischt werden. Deswegen vergehen ein paar Sekunden bis zum Einwurf. Knappe Minute ist noch im dritten Viertel. Günther erst einmal auf der Bank. Hohes Pensum für ihn, für alle hier, weil einfach so viel Intensität im Spiel ist. Swan. Das sind die Dinge, die rein müssen. Und die gehen heute nicht rein. Gavel auf der anderen Seite. Ja, er wirft aber weiter. Trotz seiner Fehlwürfe. Und den Dreier, den macht er. Gavel zum 66-58. Da sind es wieder 8 Punkte. Griffin auf der anderen Seite. Oh, Schrittfehler. Ja. Schrittfehler war es eigentlich auch. Ja. Und dann kam das vor. Von Slaughter. Aber das werden wir bestimmt gleich noch sehen. Kann ja auch sein, dass die Schiedsrichter sehr richtig gelegen haben. Also hier sehen wir die Szene nochmal. Oh, alles korrekt. Alles korrekt. Foul gegen Slaughter. Ja. Menkeville an der Linie. Wir sind ein bisschen irritiert. Weil es gibt zwei verschiedene Spielstände. Es gibt das 66-58 hier in der Halle. Und auf allen Statistiksystemen wird aber 67 angezeigt. Nach dem letzten Wurf von Gavel, das war ein Dreier unserer Meinung nach. Der wurde aber hier nur für 2 gewertet. Und demnach richten wir uns natürlich erst einmal hier, was auf der Halle steht. Und da steht 66, wird jetzt auch in der Statistik korrigiert. Beetz, guter Einsatz beim Rebound. Mein Gott. Oh, der Ball ist nirgendwo. Gavel holt ihn sich nicht, er lässt ihn ins Auslaufen. So, jetzt schauen wir mal, ob der Dreier von Gavel ein Zweier war oder der Zweier von Gavel ein Dreier. Und der Fuß ist, beide Füße sind ganz klar hinter der Linie. Aber die Frage ist, was haben die Schiedsrichter angezeigt? Hinten der Schiedsrichter hat den Arm hoch, das heißt 3 Punkte. Ja, komisch. ist jedenfalls der Stand. Jenkins, der Mann fürs 1 gegen 1 auf Bamberger Seite. Wann kommt der Block? Jetzt kommt der Block. Gavel, nimmt noch mal den nächsten. Und der war wirklich 3.
Gavel räumt nochmal richtig schön drei Punkte rein zum 69-59. Die Big Points, die Schlüsselpunkte, die machen die Bamberger in kritischen, in wichtigen Situationen. Gavel mit zwei Dreiern, auch wenn der andere nur zwei Punkte gezählt hat. Wir sind gleich zurück zum Schlussviertel. Genießen Sie das Basketballspiel mit Beko. Ich bin Red Bull Cola. Ich bin kein Energy Drink. Ich bin 100% pures Cola. Stark im Geschmack. Weil meine Zutaten 100% natürlicher Herkunft sind. Ganz ohne Chemie. Ich bin Red Bull Cola. All natural. All Cola. Wenn wir in die Zukunft des Fernsehens eintauchen könnten, was würden wir erleben? Neue Möglichkeiten der Bedienung und neue Wege, in Kontakt zu bleiben. Der neue Samsung Smart TV. Zukunft ist jetzt zu Hause. Das ist mein Smartphone. Dies sind meine Freunde. Und das bin ich. Das ist eine Live-Kachel. Sieh mal, sie verändert sich. Die Karte führt mich nachher direkt zu meinen Freunden. Ein Tweet meiner Schwester. Wow, ich bin Onkel. Die Nokia Lumia Smartphones mit Live-Updates und kostenloser Navigation. Wenn aus einer kleinen Bewegung pure Freude wird. Wenn aus Bier Bitburger wird. Deutschland feiert mit Bitburger. Bitte ein Bit. Ich habe es gewagt und getestet. Es funktioniert. Hydra Energy Antimüdigkeit Feuchtigkeitspflege. Die tägliche Pflege Vitamin C für meine Haut. Bekämpft die 5 Zeichen müder Männerhaut. Bis zu 24 Stunden. Hydra Energy Antimüdigkeit Feuchtigkeitspflege. So wirkt Europas Nummer 1 von L'Oreal Man Expert. Genießen Sie das Basketballspiel mit Beko. Ja, die Spatzen, wenn es nach den Bamberger Fans geht, dann fallen die hier heute zum zweiten Mal vom Dach der Ratio Farm Arena. Und dann werden die Bamberger nur noch einen Sieg entfernt von einer weiteren Meisterschaft. Und die würden sie natürlich sehr, sehr gerne daheim in Freak City feiern in Bamberg am kommenden Sonntag, wo sie ja eigentlich unbezwingbar waren für deutsche Mannschaften, die es dort nie geschafft haben zu gewinnen in den letzten zwei Jahren. Die Bonner haben in den Playoffs ein Spiel gewonnen. Das war es dann aber auch. So, jetzt Ulm mit Bryant. Nochmal 10 Minuten. Super intensiv, Offense wie Defense. Das muss ihr Ziel sein, aber es kommt als erstes ein Ballverlust. Bamberger mit Jenkins, mit Schuppert, mit Slaughter, also drei Spielern aus der zweiten Fünf. Schuppert. 3 Sekunden. Das wird aber ganz selten nur noch gepfiffen. Also wenn ein Spieler länger als 3 Sekunden in der Zone steht, was nicht erlaubt ist, natürlich als angreifender Spieler, dann wird abgepfiffen. Slaughter war es wohl. Menke will beim Einwurf. Hat man auch nicht mehr so viel von gesehen nach seinem sehr starken ersten Viertel. Günther für die Ulmer. Ich glaube, das war anders geplant, dieses System. So, und jetzt läuft es darauf hinaus, dass Günther Bryant finden möchte und das nicht schafft. Und dann geht es schnell nach vorne. 2 gegen 1. Mit Foul. Klare Sache, dass dann noch versucht wird zu faulen. Da sehen wir noch mal die Fans der Bamberger. Ich kann immer so schlecht schätzen in solchen Situationen, aber ich würde mal sagen, es sind 300. Oder? 350. 342. Da ist das Foul. Da wird der Versuch, den Korbleger zu verhindern. Da schickt man den Spieler lieber an die Linie. Ah, und Jenkins. Guter Freiwurfschütze.
eifrig beklatscht von den Pleißhänden. Wieder passen sie gut auf und jetzt... Das haben sie heute schon drei, vier Mal, haben sie ihre Presse nach dem Freiwurf wirklich sehr, sehr gut eingesetzt und die Ulmer sind dann nicht auf der Höhe. Das ist das Ulmer Spiel. Das ist das Ulmer Spiel. Aber Jenkins ist da und er ist korrekt da, regelgerecht da. Kein Foul, aber Einwurf für die Ulmer. Die so dringend jetzt ein Erfolgserlebnis brauchen. Gibt's doch mal die zweite Welle. Gibt's doch mal eine neue Günther-Welle. Er muss merken, dass er vielleicht doch wieder vorangehen muss. Das sind keine guten Pässe. Mason Griffin heute sowieso mit einem doch eher schwächeren Spiel. Da ist man von Freak City natürlich auf der Höhe. Wir sind in der Auszeit und damit sind wir gleich wieder zurück. Yourphone.de. Kostenlos ins Festnetz und alle Handynetze. Kostenlos ins Internet. Nur 19,90. Gleich bestellen unter yourphone.de. Leidenschaft, Technik, Teamgeist. Wir stellen uns dem sportlichen Wettbewerb. Brose, Technik für Automobile. AXA definiert Vorsorge neu. Sie wollen die Existenz Ihrer Familie absichern, eine umfassende Altersvorsorge aufbauen oder Ihren Ruhestand planen. AXA hat die Lösung mit Plan 360 Grad. Beste Rundumberatung von der Sicherung Ihrer Existenz bis zur Planung Ihres Ruhestands. Informieren Sie sich auf axa.de. Stiftung Warentest hat 11 Einbaugeschirrspüler getestet. Testsieger wurde die Marke Beko mit Wechselspültechnik. Beko Hausgeräte. Da wird schon gefeiert bei den Fans aus Bamberg. Sie wissen ziemlich genau, wenn sie hier gewinnen. Also, dass die Ulmer dann dreimal in Serie gewinnen. Das bei allem Respekt vor der starken Saison von Ratio Farm Ulm, das ist, glaube ich, dann doch eher nicht möglich. Vor allem, wenn die Bamberger diesen Ansturm, man muss ja wirklich sagen, diesen letzten Hurra der Ulmer wieder trotzen können in diesem Spiel, dann ist alles darauf eingestellt, dass zu Hause auch die Party steigen kann. Aber ich frage mich gerade, Spiel 3, wie soll das gehen? Diese beiden Mannschaften müssen fertig sein. Sie müssen tot umfallen nach dem Spiel. Ja, man hat bis Sonntag noch ein bisschen Zeit, sich zu regenerieren. Und wenn ich einen Tacker da sehe, dann denke ich mir einfach, der hat immer noch ein paar Körner. Der hat auch ein paar Körner im Köcher. Ein paar Körner sozusagen, Herr Körner. So, das nächste Foul im Spiel, Schubut. Der jetzt noch einiges an Einsatzzeit bekommt hier im Schlussbattle. Was macht das Ulmer Spiel? Es stagniert etwas. Sie brauchen Kommandoattacke. Griffin. Das ist so schwer, einen freien Schützen zu finden. Die Bamberger sehr aufmerksam wieder im Passweg gestanden. Und wie gesagt, man kennt natürlich auch die Ideen des Gegners mittlerweile ganz gut. Bryant. Wow. Ja, das ist nicht gut für Selbstvertrauen, solche Würfe. John Bryant, nicht unbedingt sein Tag heute mit 6 Punkten. Er ist der MVP der Liga. Er muss eigentlich in solchen Situationen mehr bringen für seine Mannschaft. Roberts. Oh, kein Foul. Roberts dafür auf der anderen Seite. Nachdem er sieht, dass er da an Günther nicht mehr drankommt. Aber wenn du eben doch schon John Bryant angesprochen hast. Bamberg versteht es exzellent, ihre Gegenspieler müde zu spielen. Das war im ersten Spiel Per Günther und Mason Griffiths, die überhaupt nicht zum Zug kamen, die gehetzt und gehechelt worden sind von einem Ende zum anderen in der Sports. Und auch hier in diesem Spiel, John Bryant muss sich erstmal mit Tibor Pleiss auseinandersetzen, was nicht einfach ist. Tibor spielt sehr gute Verteidigung, auch im Anspiel schon.
Und wenn dann Thibaut nicht im Feld ist, dann muss er das mit drei Gegenspielern aufnehmen, weil wenn Slaughter hinter ihm steht, kommen direkt drei andere Bamberger reingewuselt. Das kostet sehr viel Kraft und dann schießt man auch schon mal näher. Watts gegen Fleiß. Ja, wenn solche Situationen sind, da haben die Ulmer keine Chance, Punkte zu machen. Taka gegen Nenkewil. Bam, vorbei, die Hilfe kommt. Zweiter Versuch, 7 Sekunden auf der Uhr für den Angriff. Oh oh. Ja, schön abgeräumt in dem Fall von Nenkewil. Sehr gut, guter Einsatz. Gute Defense, aber vorne müssen die Punkte halt rein und die fallen nicht mehr. Ja, man merkt schon, dass jetzt wirklich die Müdigkeit einfach ist. Sie sind da. Aber so muss man spielen. Camp, der viel Spielanteile bekommt, daran. Stehen K.O. Ja. Und Roberts auf der anderen Seite. Das sieht dann manchmal so einfach aus, aber klar, wenn die Verteidigung, wenn die Defense müde gespielt ist. Ja, wir sehen hier, dass Dane Watts einfach einen Schritt zu spät kommt. Er ist nicht der Schnellste in der Verteidigung, in dem lateralen Movement. Das hat man gegen Tucker schon gesehen. In was? In Bewegung, in Seitwärtsbewegung. Im lateralen Movement. Ey, it's finals, baby. Zapparalot. Das kann man auch in Bad Honnef in der Trainerschule, wo übrigens die Kollegen Patrick Temmerlin und Dennis Bucherer ihren A-Trainerschein machen, kann man das auch lernen. Esther Kemp, schöne Grüße an die beiden. Ja. Wenn Sie dann zuschauen, Esther Kemp hier. Natürlich. Das ist jemand, der bräuchte jetzt noch mal so einen Dreier, um vielleicht eine kleine Serie zu starten. Aber sonst kann es auch schnell jetzt hier den Bach runtergehen. Ja, stimmt. Bekomme ich gerade gesagt, dass die Ulmer, die haben noch keinen Punkt in diesem Viertel? Das gibt's ja gar nicht. Tatsache. Das steht schon eine ganze Zeit da auf der Anzeigetafel. Ja, Wahnsinn. Es hat lange gedauert, aber am Ende hat Bamberg doch gebrochen. Den Ulmer Widerstand. Ja, das ist einfach eine Mannschaft, die... Sie hören nicht auf. Sie hören nicht auf. Unnachlässig. Sie sind einfach 40 Minuten da. Selbst in Gavel, der wirklich drei einfache Sachen liegen gelassen hat, der dann wirklich wiederkommt und dann die zwei entscheidenden Herzensbrecher mitten in das Herz der Ulmer schießt. So, das nächste Foul. Davon gab es nicht ganz so viele. Sie Ulmer nur mit einem Foul in diesem Viertel. Wahrscheinlich selbst zu müde zum Foul. Günther auf der Bank. Platt. Auch hier. Mason Griffin rutscht weg. Eine Sprungballsituation. In dem Fall Einwurf für die Ulmer. Komisch. Müsste eigentlich Bamberger Einwurf sein, aber... Ja, nein, aber es war zwischendurch, gab es ja wieder Einwurf für Bamberg nach der Viertelpause. Stimmt. Ist okay, Mike. Ich sitze hier. Alles gut. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir, Mike. Auch, kann passieren. Gegen Ende eines Spiels wie die Kräfte nachlassen, weißt du, so muss man als Team arbeiten. Sehr gut. So, schöne Fanduelle immerhin noch auf den Rängen. Von den Fangesängen her. Jetzt können die Ulmer wieder etwas lauter anstimmen. Der Bann ist gebrochen in diesem Viertel. Nach der Hälfte der Spielzeit. Roberts gegen Mason Griffin. Jacobsen findet Gleis. Da muss der Ball eigentlich wieder hin. Aber wenn Jenkins ihn hat, der gibt ihn ungern wieder her. So, Swan versucht es hier. Schönes Dribbling. Tempo variiert. Am langen Gleis noch vorbei. Ja, und dann auch sehr schön den Korb wirklich als Schutz benutzt. Er ist von der einen Seite des Korbes abgesprungen, dann unter die andere Seite, sodass Thibaut nicht blocken konnte. Das war schon ein Foul der härteren Kategorie. Nummer 52, also Foul. Wow. Zweites Foul, zweites Team-Foul.
Haben wir es nochmal gesehen. Ja, das tat ein bisschen weh, glaube ich, auch bei Jenkins. Aber die Fans geben alles. 6.000 in der Ratio vor der Arena. Sie merken ja auch. Jetzt alle noch, stehen auf. Jetzt ist der letzte Moment gekommen, wo Ulm noch einmal angreifen muss. Swan und Mason Griffith mit zwei Körben, das muss nochmal Kraft geben. Ein, zwei Mal verteidigen und dann vorne die richtigen Dinger reinmachen. Ansonsten könnte es das letzte Heimspiel einer grandiosen Saison gewesen sein. Gavel. Fear the Beard. Von der Bank ins Spiel, erster Wurf drin. Auf der anderen Seite, Fehlwurf von draußen von Griffin. 3,45 noch. Bamberg regiert auch in Ulm. Auch wenn Jacobsen da der Ball auf die Finger flutscht. Und da haben wir eine Auszeit. Auch das gibt es noch in diesem Spiel. Von Simyu, die einfachste Allnet-Flat aller Zeiten. Für sensationelle 19,90 Euro im Monat. Kostenlos ins deutsche Festnetz telefonieren, in alle Handynetze und grenzenlos im Internet surfen. Die Simyu Allnet-Flat für 19,90 Euro. Dazu Smartphones ab 0 Euro. Jetzt auf simyu.de. Weil einfach, einfach, einfach ist. Thorsten Leibenhardt hat noch mal versucht, seine Mannschaft einzustimmen. 63-79 ist der Rückstand der Ulmer. Die tapfer kämpfen, die Fans, die tapfer trommeln, tapfer klatschen. 3:37 ist eine Menge Zeit. Und wir wiederholen das oft bei dieser Sportart. In 3:37 wurden schon ganz andere Dramen geschrieben. Aber die Bamberger wirken so unfassbar souverän. Sie sind das beste deutsche Team. Und zwar mit Abstand. So, jetzt wird noch mal aufgeräumt. Jane Watts. Und ganzer Einsatz von Esther Camp. Ja, Bamberg ist ein bisschen leichtfertig. Jacobsen mit dem einfachen Turnover. Der Ball ist durch die Hände gerutscht. Robertson mit dem nachlässigen Anspiel jetzt. Hinten auch nicht gut ausgeboxt, also die Ulmer. Aber das könnte es gewesen sein. Ja. Da muss man natürlich, wenn man den Ball sich dann schon erobert, was Vernünftiges rausmachen. Das war nicht gut gespielt von Swan. Die Ulmer konnten gegen jede Mannschaft der BKW BWL einmal gewinnen, mindestens einmal gewinnen. Nur gegen die Bamberger bisher nicht. Ja, das mit das beste Spiel, was wir überhaupt gesehen haben in dieser Saison, war ja das Pokalhalbfinale Ende März in Bonn zwischen diesen beiden Mannschaften. Da wurde absolutes mega Basketball gespielt mit Verlängerungen, allem Pipapo. Da haben die Ulmer dran zu knacken gehabt, denn da hätten sie tatsächlich den Bambergern den Sieg streitig machen können, hätten Pokalsieger werden können. Aber das ist eben die Geschichte. Das Team von Wolfgang Heider, das bezwingst du vielleicht an einem sehr, sehr guten Tag. Beim perfekten Spiel hast du eine Chance. Aber du musst sie, um Meister zu werden, dreimal schlagen in 5 Spielen. Und das kann keine deutsche Mannschaft. Auch nicht die nach der Hauptrunde zweitbeste. Ja, und wenn man so ein Spiel wie heute hier verliert, wo man wirklich alles gegeben hat. Wir sehen hier Dane Watts, der wirklich auf dem Boden liegt und schon wieder wie ein Volleyballspieler den Ball hinterhergehechtet ist. Wenn man nach so einem Spiel nicht in der Lage war, zu Hause Bamberg zu schlagen, dann fällt natürlich auch ein bisschen die Energie ab im nächsten Spiel in Bamberg, in der Frankenhölle, wo man weiß, da sind 6.000, 7.000 verrückte Fans, die wollen da ihren Titel feiern. Dann wird es wirklich schwer. So, jetzt gibt es Applaus für Chris Fleming, der sich an der Wischaktion beteiligt. Donnerwetter. Respekt, Coach.
Ja. Und lohnt sich doch ein bisschen das Guthaben ab bei den Fans. Abstand, die lockerste Geste, die er je gebracht hat. Die ich je von Chris Fleming gesehen habe. Das heißt auch was. Das heißt, ihr seht schon hier, das wir haben es geschafft. Das würde wir haben diesem Ansturm standgehalten. Stefan, dass er vielleicht sogar noch Ende noch lächelt. Er hat richtig Spaß daran. Jetzt als Bamberger Wischer würde ich jetzt Gedanken machen. Wenn er jetzt, mein noch, Job ist wenn er jetzt noch lächelt, dann falle ich hier um. Wenn er sich jetzt noch ein Lächeln rausschraubt. Ah, das wäre zu viel. Ja, das ist jetzt ist so wieder Konzentration. Ball dahin, auf Sonntag Ball dahin, du dribbelst ihn nach vorne, ziehst das Foul, gehst an die Freiwurflinie, schießt zwei Freiwürfe rein. Ja, das ist das einzige Ziel, was die Ulmer jetzt haben können, die verflixte Uhr anzuhalten, um einfach zu verhindern, dass hier die Uhr runterläuft und die Bamberger ihre Angriffe einfach ausspielen. Das geht natürlich auf Ulmer Seite nicht. Sie müssen. Erster Kampf jetzt auch mit 5 Fouls. Gavel. Wir sehen, die Bamberger haben natürlich jetzt die Zeit. Wollen so viel wie möglich die Uhr melken. Zeit runternehmen. Gavel, den macht er doch bestimmt. Also sie haben noch die Musa. Wow. Auf, aber das Robert war perfekt gespielt. Auch jeder junge Basketballer muss das sehen. Gavel dribbelt in die Mitte, zieht an Roberts, läuft von oben in die Ecke, um den einfachen Wurf zu haben. Man muss miteinander spielen können und der Penetrierer muss wissen, wo ist mein Mitspieler. Ja, Gavel sagt, ich habe doch nur den Ball gehabt. Aber da wischt noch jemand. Macht sich die Hände trocken. Ja, läuft ein bisschen unrund. Er hat ja sowieso ein paar Knöchelprobleme, nachdem er im Training umgeknickt ist. Da zeigt das an. Ja, komm her. Jetzt ist auch wurscht. 60 Gavel. Soll er halt an die Linie gehen. Mike, so sehr, wie ich mir Spiel 4 oder Spiel 5 wünsche, weil ich glaube, diese Serie hat mehr als nur 3 Spiele verdient. So sehr wünschen wir, dass Anton Gavel endlich seinen Bart los wird. Insofern. Es ist mittlerweile schon ein Wahnsinn, was er da für eine Matte mit sich rumträgt. Da ist die ganze Wohngemeinschaft lebt da. Aber ich glaube, ja. Wenn man sich entscheidet, den Playoff-Bart zu tragen, dann muss es auch bis zum letzten Spiel sein. So, jetzt geht man früh drauf auf die Bamberger. Balleroberung ist das Ziel. Aber so nicht. So sind die Lücken zu groß. Pleiss 83-67. Swan nochmal auf der Gegenseite. Sie mühen sich redlich, aber die große Baskets Bamberg. Eindrucksvoll. Es war ja eigentlich auch klar, die Intensität, die Ulmer in der ersten Hälfte, ich sag mal bis, Bam. Meine Güte, bis 1:30 vor Ende der ersten Hälfte aufs Parkett gebracht haben, das kann man eigentlich gar nicht über 40 Minuten bringen. Das war Wahnsinn. Und so ein bisschen haben sich in den letzten 90 Sekunden der ersten Hälfte aus dem Spiel genommen mit ein, zwei dummen Aktionen und diesem Rückstand. Dem sind sie jetzt die ganze Zeit hinterhergelaufen. 5. Foul für Tibor Pleiss. Schaut ihn euch noch mal an, Ulmer Fans. Nächstes Jahr vermutlich in der NBA. Vielleicht sogar beim NBA-Champion. Ja, aber es wird viel, viel drüber gesprochen. Ich glaube, das tut Tibor Pleiss auch gut, dass man mal nicht darüber spricht. Er muss sich nämlich da auch erst noch beweisen. Er muss sich wirklich zeigen, muss sich durchsetzen. Und es gibt viele in Amerika, die da natürlich auf einen langen, schlaksigen Europäer warten, um dem mal zu zeigen, wie in Amerika Basketball gespielt wird. Aber Tibor hat das Zeug dazu und er muss es beweisen. Das tut ihm vielleicht auch ganz gut. Eine 1 mit Sternchen jedenfalls für die Ulmer Fans, die nicht müde werden. Bis zur letzten Sekunde ihr Ulmer, Ulmer. Schlachtruf loszuwerden von allen 4 Tribünenseiten abwechselnd. Auch wenn sie wissen, dass ihrer Mannschaft das jetzt
nicht mehr helfen wird. Jetzt heißt es tatsächlich nochmal abhaken. Spiel 3 in Bamberg. Das allerletzte aus sich rausholen. Aber vieles spricht dafür, dass das hier das letzte Heimspiel der Ulmer war in dieser Saison. Und so wie wir die Fans hier kennen, werden sie ihr Team wohlwollend verabschieden. 86-70. Topscorer Anton Gavel mit 22 Punkten. PJ Tucker mit 18. Auf Ulmer Seite Isaiah Swan mit 19. 2:0 die Führung für die Bamberger. Und von uns aus sagen wir schon mal gutes Gelingen dann im Spiel 3 für beide Mannschaften. Aber gleich nach einer kurzen Pause kommt Julia Schaaf nochmal mit Stimmen zum Spiel hier aus Ulm. Und da sind sicherlich einige interessante Dinge dabei. Bis gleich. Leidenschaft, Technik, Teamgeist. Wir stellen uns dem sportlichen Wettbewerb. Brose, Technik für Automobile. Jeder Steinschlag wird irgendwann zum Riss und der kostet Zeit und Geld. Rufen Sie also sofort Carglass an. Nur wir reparieren Steinschläge mit der patentierten Carglass-Technologie. Und das kostenlos. Jetzt anrufen. Carglass repariert. Carglass tauscht aus. Spieler des Tages ist übrigens die Nummer 6, Per Günther. Ja, Wolfgang Heider kann feiern den zweiten Sieg in der Finalserie seiner Bamberger gegen Ulm mit 70-86. Verlieren die Ulmer hier in der eigenen Halle. Sie haben wahnsinnig gekämpft. Sie haben eine wirklich starke erste Halbzeit gezeigt, aber es hat am Ende nicht gereicht gegen diese wahnsinnig starken Bamberger. So, das war es erstmal hier aus der Ratiofarm Arena. Wir gehen zu EM aktuell nach München. Aber bleiben Sie dran, liebe Zuschauer. Wir kommen nämlich nochmal zurück und wollen das Ganze dann natürlich mit den Trainern analysieren. Also, die Stimmen dazu später und jetzt erstmal weiter mit Olli Schwesinger. Ja, vielen Dank, Julia Schaaf. Ist doch klar, die Interviews mit den Trainern, das wollen wir natürlich auch noch mitnehmen. Gern sagen wir Ihnen aber auch, was wir noch vorhaben bei EM aktuell. Das sind unsere Themen. Hoher Besuch, Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Motivationsvisite bei der deutschen Mannschaft. Außerdem die Stars der Euro, Ribéry, Ibrahimovic und Co. im Formcheck. Dazu dann noch der erste deutsche Gegner Portugal, bangt um die Superstars. Sorgen um das Traumduo Ronaldo und Nani. Und kochen für den Titel Sternekoch Alfons Schubeck haut Holland in die Pfanne. Also, das sieht gut aus. Tolle Themen haben wir für Sie. Wir starten gleich durch. Eine Stunde EM aktuell, auch zu später Stunde, direkt nach einer kurzen Pause. Dieses Basketballspiel wird Ihnen präsentiert von Beko. Sie sind Freunde, ein eingeschworenes Team, bis Ihr Land nach Ihnen ruft. Freundschaft gilt fürs Leben, der Sieg für die Ewigkeit. Willkommen in der größten Sportwettenarena der Welt. Bwin. 40 Jahre Honda Civic. Das Jubiläumsangebot. Ab 13.590 Euro, 3.360 Euro Preisvorteil und 0% Finanzierung. Honda. The Power of Dreams. Neu von Sinju, die einfachste Allnet-Flat aller Zeiten. Für sensationelle 19,90 Euro im Monat. Kostenlos ins deutsche Festnetz telefonieren, in alle Handynetze und grenzenlos im Internet surfen. Die Sinju Allnet-Flat für 19,90 Euro. Dazu Smartphones ab 0 Euro. Jetzt auf sinju.de. Weil einfach, einfach, einfach ist. Yourphone.de. Kostenlos ins Festnetz und alle Handynetze. Kostenlos ins Internet. Nur 19,90. Gleich bestellen unter yourphone.de. Jetzt handeln und doppelten EM-Vorteil sichern. Alle Infos auf kosmosdirekt.de. Kosmos Direkt. Die Versicherung. 14 Millionen Menschen. Gemeinsam könnten sie jeden zum Star machen.
Sie könnten die lautesten Fans Europas werden. Sie könnten gemeinsam ein Lied singen, das man bis nach England hört. Das ist das Mobilcom Debitel-Prinzip. Mit 14 Millionen Menschen im Rücken holen wir für jeden Einzelnen mehr raus. Zum Beispiel freie Wahl aus allen deutschen Netzen. Oder einfacher gesagt, gemeinsam geht mehr. Was machst du denn da, Schatz? Ich design uns Klamotten mit Spreadshirt. Pass mal auf. Wow. Deine Klamotten, deine Kreation. Spreadshirt.de. 14 Millionen könnten jeden in die Flucht schlagen. Auf Wiedersehen. Gemeinsam geht mehr. Mit Matze Knob auf fancontainer.com. Wirst du der Held von Duria? Verbünde dich mit tausenden Gleichgesinnten und erlange ungeahnte Kräfte. Trotze den Drachen und Monstern der Underwelt. Mach dich bereit für die Schlacht deines Lebens. Drakensang Online. Spiele jetzt kostenlos mit unter drakensang.de/sport1. Carglass repariert. Carglass tauscht aus. Hallo, Lars Breu von Carglass. Haben Sie vielleicht Zeit zu verlieren? Nein, schon gar nicht wegen dem Steinschlag. Aber der kann schnell zum Riss werden. Und das kann richtig Zeit und Geld kosten. Was tun? Auf den Weg.